La 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 Cookies, Comic Cookies, lecker. Das sind die Comic-Cookies mit der Episode 68. Hallo Britzdorf, frohes neues Jahr. Ja, Double Peace geht raus an dich. Was geht raus an mich? Double Peace. Double Peace? Ja, Double Peace geht raus an dich. Aha, das ist nett. Habe ich noch nie bekommen. Ja. Gut. Was gab's denn zu Weihnachten? Irgendwas Comic-mäßiges? Nee, da ich mich dem Weihnachtsrummel sehr entziehe, wird da auch nichts großartig natürlich an die Kinder, da lässt sich leider nicht verhindern, aber da macht es ja dann auch Spaß, aber sonst habe ich das mit nahezu jedem, den ich kenne, abgeschafft, weil es setzt mich immer so vor Probleme. Ja. Geh mal noch ein bisschen, warte mal, oh, Moment, ich fummel dir ungern im Gesicht rum, aber ja. Also für mich ist das größte Geschenk, wenn ich mich um keine Geschenke kümmern muss und wenn der Steffen da ist. Ja. Das natürlich auch. Steffen, ich muss dich gleich am Anfang fragen, wo hast du dieses Intro her? Hast du das selber eingesungen? Nein, das habe ich nicht selbst eingesungen, aber ich bin ja immer manchmal der Ansicht, es braucht mal was Neues und ja, irgendwie kam mir dann diese lustige Melodie irgendwann mal über den Weg und dachte, ach, das passt irgendwie auch zu den Cookies. Das könnten quasi kleine Cookies sein, die da vor sich hin singen. Ja, schreibt uns. Ihr wisst ja, ich bin ein bekennender Intro-Hasser. Ja. Für mich braucht. Ja, auch nicht für dich, ist ja für mich. Ja. Also, falls ihr sagt, ihr möchtet stattdessen lieber ein dreisekündiges Grindcore-Intro haben, der Steffen realisiert das. Schreibt ja, Steffen, mögt ihr da das? Also was mögt ihr? Auch, mögt ihr generell Intros? Was ist da wichtig für euch? Was hört ihr da gerne? Oder sagt ihr, ja, labert einfach, das reicht uns vollkommen. Das Intro ist wie alles andere natürlich auch ein Kapitel, was man einfach überspringen kann. Zur Ehrlich? Not. Ja, das finde ich gut. Jo, Steffen. Ja. Du warst eben bei Weihnachten, ich bin Silvester. Mir hat nämlich was den Neujahr verhagelt. Muss okay. ich gleich mal erzählen, aber es okay. hat auch Comic-Bezug, keine Sorge. Ja, ist nichts ja. Sexuelles. Ach, das eine schließt das andere ja immer nicht aus. Nee, doch, ich habe mich zwischen den Jahren ein bisschen mit diversen Spielen so beschäftigt und unter anderem mit einem, was du auch schon gespielt hast, nämlich Batman The Telltale Game. Das habe ich mir geholt gehabt und habe gedacht, naja, das ist so ein bisschen, kann man so ein bisschen zocken und ist jetzt nicht so mega anspruchsvoll. Die Telltale-Spiele sind ja relativ einfach gestrickt. Also wer das noch nicht kennt, wer irgendwo unterm Stein lebt, also die Telltale-Spiele sind ja Spiele, wo kleine Geschicklichkeitspassagen sind, wo du Auswahl an Antworten hast und so im Prinzip die Story steuerst. Ne? Im Prinzip kann man da nicht sehr viel, also du kannst schon vieles entscheiden scheinbar, aber sehr oft kommt es am Ende doch zum gewissen gemeinsamen Erzählstrang. Wenn man ein paar Spiele davon gemacht hat, merkt man das. Ich habe die The Walking Dead Spiele gespielt, ich habe Back to the Future Telltale gespielt, habe das Game of Thrones angespielt, die Demo, dachte, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal das alte Batman Telltale Game zu spielen. Und kam dann auch schön bis zum sechsten Kapitel durch und war dann auch ziemlich am Ende. Ich würde mal so sagen, so 90% des sechsten Kapitels habe ich es durch. Dann kam eine Geschicklichkeitspassage, wo mir eine Falle gestellt wurde. Ich konnte aber gar nicht mehr reagieren, war tot. Und danach konnte ich das Spiel nicht mehr laden. Also okay. kurz vorm Schluss des Spiels konnte ich das dann nicht mehr laden. So, alles klar, was kannst du machen? Nochmal alles an und aus, nichts passiert. Okay, habe ich mir das vierte und das fünfte Kapitel nochmal runtergeladen, was natürlich bedeutet, du musst dann wieder 1,5 Gigabyte runterladen, weil ich dachte, das wäre irgendwie kaputt. Spiel das nochmal, habe dann am vierten angefangen, weil ich den Spielstand nicht mehr weiterladen konnte. Habe dann das fünfte angefangen und ich bin ziemlich gut, also in diesen Geschicklichkeitssachen, weil das bei anderen Spielen viel mehr gefordert ist, dass du weißt, wo dein Dreieck ist und dein Kreuz auf der Taste ist. Also, ne, das, wie gesagt, das kann ich relativ blind und kam dann auch wieder relativ weit, alles klar, es friert wieder ein. So. Und da war ich so den halben Tag mit diesem einem Kapitel, was ich so für eine Stunde so vorgesehen hatte, um es durchzuspielen, beschäftigt mit Runterladen und alles. Und da war ich komplett angefangen. Fakt. Also ich war wirklich, ich hatte einen Hass auf dieses Spiel, aber natürlich auch. War sie so? Natürlich. Ja.
Ja, kannst weiter erzählen. Komm, ist egal. Ja, ich muss mich für den Steffen entschuldigen. Er hat was Neues zum Spielen gefunden. Das muss er jetzt natürlich auch einsetzen. Natürlich. Jedenfalls voller Hass war ich schon. Aber trotzdem wollte ich natürlich durchzocken halt. Ne? Ja. Also weil ich wirklich nur, sag ich mal, eine Viertelstunde vom Ende entfernt war. Alles klar, habe ich mir da den Support nicht angerufen, sondern angeschrieben in Kalifornien. Nach 2 Tagen haben sie dann geantwortet, ja, ich soll das einmal komplett das Safe-Game löschen. Das wäre wohl korrumpiert. Mhm. Und tatsächlich lag es dann auch daran, das Safe-Game war korrumpiert. Und ich musste es dann nochmal neu spielen ohne das Safe-Game. Aber die, was ich nicht wusste, die generieren so zufällige Entscheidungen, die du vorher gemacht hast, wenn du einfach beim sechsten Kapitel anfängst. Ja. Mhm. Ne? Und damit ging es dann und da konnte ich endlich Batman The Telltale Game durchzocken. Bis zu diesem Zwischenfall hat es mir eigentlich gefallen, also bis zum 5. Kapitel. Mhm. Schon im 6. Kapitel habe ich aber gesehen, irgendwie hatten sie nicht mehr, zumindest auf die PlayStation 3-Variante. Ne? Ich habe ja im Prinzip jede PlayStation, die es gibt, außer die Pro aktuell und kann alle PlayStation-Spiele spielen. Also habe ich mir eher die 3 geholt. Und die haben mir dann als Tipp gegeben, wie gesagt, ich soll das dann löschen und habe das von da begonnen. Aber in dem Spiel, da waren schon diverse, wo ich sagte, ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen Two-Face da drin, ne? Mit einem kaputten Gesicht und plötzlich durch irgendeinen Bug, den sie nicht behoben haben, trotz dass er schon ein Jahr eigentlich fertig ist, hat er wieder sein komplettes Gesicht. Mhm. Oder es ist Englisch mit deutschen Untertiteln und dann gibt es Passagen, die sind halt noch in Englisch. Da hat offensichtlich einer keine Lust mehr gehabt, dieses kurz zu fixen. Mhm. Wo ich denke, jetzt einfach nur die Sprache zu fixen, das dürfte doch das geringste Problem, also ich bin kein Programmierer, aber es dürfte jetzt doch nicht das Problem sein, das weiß ich nicht, dass du irgendwo in dem Programmcode einfach die Sprache austauscht, die alles andere bleibt ja das gleiche. Ne? Das kannst du ja heute Abend mal fragen. Oh, da habe ich wirklich einen sehr großen Hass auf dieses Spiel gekriegt, was mir vorher eigentlich ganz gut gefallen hat. Also wir haben vieles anders interpretiert, wir haben einen relativ jungen Pinguin, den du hattest jetzt die erste Season, ne? Also die erste Season, ja. Es gibt ja mittlerweile eine zweite, aber das war jetzt, du hast ein relativ, ich habe gesehen, du hast es noch nicht durchgespielt auf deinem PlayStation-Profil. Nein, hast du nicht. Dann hättest du auch die Platin-Trophäe. Ich habe es durchgespielt, dann habe ich die Platin-Trophäe aus irgendeinem Grund nicht bekommen, aber durchgespielt habe ich. Ehrlich? Ja. Ehrlich, wie fandest du das? Ich hatte auch den Hänger, aber das war dann durch Ausschalten und wieder hochfahren ganz normal reguliert. Ja, ich fand es auch sehr gut. Also ich fand auch die Mischung nochmal wieder eine etwas andere Herangehensweise. So ein bisschen eine Mischung aus Gotham, der Fernsehserie, so ein bisschen, aber auch Realismusfaktor mit drin, so wie bei den Nolan-Filmen so ein bisschen. Mhm. Fand es eine gelungene Mischung. Also ich fand es sehr gut, ja. Doch. Gut umgesetzt. Für mich stellt sich jetzt natürlich die Frage, soll ich weiter Telltale-Spiele unterstützen halt? Mhm. Ne? Also ich hatte mit den The Walking Dead hatte ich eigentlich Spaß, aber die waren eigentlich fertig. Mhm. Und ich kaufe mir die sowieso immer erst, wenn das letzte Kapitel draußen ist. Also ich habe keinen Bock, ein Spiel, was zu einem Sechstel fertig ist, zu kaufen und den Rest runterzuladen. Und das ist ja da meistens so. Ja. Jetzt dachte ich, ja, das ist jetzt schon über ein Jahr fertig. Und ich habe gesehen, da gibt es massive Probleme. Gab es da mit diesem sechsten Kapitel auf PC, gab es massive Probleme. Mhm. Und ich finde es halt sehr schade. Jetzt hauen sie zum Beispiel Guardians of the Galaxy hauen sie raus und weitere Fortsetzungen von anderen Sachen, die sie angefangen haben. Mhm. Und dann finde ich es doch sehr schade, wenn du die alten Sachen nicht fertig machst. Also dann sollen sie bitte erstmal eine Sache richtig fertig machen. Mhm. Scheint wohl auch primär jetzt die PS3-Version zu sein, wo sie wahrscheinlich denken, das haben eh nicht mehr so viele. Ja. Mhm. Kann und, natürlich sein, ja. Ja, verdienen sie nichts mehr mit, verstehe ich ja alles, aber dann macht es doch bitte so, dass man es ordentlich durchspielen kann und auch so, dass ich nicht als Standard-User ständig irgendwelche Fehler feststelle, die eigentlich leicht zu beheben sind. Mhm. Ne? So, ansonsten, wie gesagt, die Interpretationen, die da drin waren von den Figuren, waren ganz, also auch mit Two-Face kommt ja zum Beispiel, der Joker hat mir ganz gut gefallen da drin. Der ja eine größere Rolle spielt, glaube ich, im zweiten Teil dann. Wir haben eine Filmbekanntschaft wieder gesehen aus dem 80er-Jahre-Batman-Film, nämlich Vicki Vale. Die ja, die Rasenreporterin, stimmt, die ja auch schon mal drin vorkam, auch ein bisschen anders interpretiert, die Figur. Mhm. Und aber insgesamt hat mir das Setting und auch die Optik sehr gut gefallen. Mhm. Aber das sechste Kapitel hat es wirklich auch komplett für mich zerstört. Also da war ich wirklich zornig. Auch, muss ich sagen. Auch die Herangehensweise, also so der Hintergrund mit dem Vater von ihm, dass der nochmal irgendwie in was verwickelt sein soll und so weiter. Also ich fand das schon sehr spannend aufgezogen. Also ich stand auch schon kurz vor dem Kauf vom zweiten Teil. Allerdings ist die Preisgestaltung im
PlayStation-Shop irgendwie so komisch aufgezogen, dass ich für Teil 1 und 2 zusammen weniger bezahlt hätte als für Teil 2 allein. Ja. Und was ich dann aber, also klar, man wird dann wahrscheinlich eigentlich sagen, ja gut, dann kaufe ich mir halt Teil 1 mal mit, aber dann habe ich halt auch. Keine Ahnung, wie das da jetzt so funktioniert, aber naja, mal gucken. Mhm. Ich warte einfach mal eine Weile, dann wird es das auch günstiger geben. Ja, ich habe noch, glaube ich, zwei, drei, The Wolf Among Us habe ich noch rumstehen und was habe ich noch? Borderlands habe ich, glaube ich, auch noch rumstehen, was ich irgendwann mal zwischendurch gekauft habe zum irgendwann mal spielen, wie wahrscheinlich 800 andere Spiele, die hier rumstehen. Naja. Aber also das hat es mir so ein bisschen verhagelt. Vorher fand ich es eigentlich ganz gut und letztendlich ist es halt wirklich was, was sehr, sehr geringe Anforderungen an Spieler setzt. Also ich kenne auch viele so Gelegenheitsspieler, hab die... Habe ich halt auch gedacht und trotzdem hat es dafür relativ oft geruckelt und gehakt und sonst was. Also ja, technisch ist es schlecht. Find ich halt, aber ich sage jetzt mal, diese Idee, du musst was auswählen, eine Antwort auswählen, du musst dich zu gewissen Zeiten entscheiden. Ja. Das ist ja eigentlich, und du kannst ja in dem Sinne nicht und falsch machen, das Spiel Knöpfe geht ja in fast immer weiter. Drücken, ja? Also ja. Das ist dann halt irgendwann nochmal in einer gewissen Zeit, aber... Ja. 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 Aber da war ich wirklich und weiß ich nicht... wie sehr, ob ich da nochmal da Bock dazu habe, möglichst dann vielleicht auch noch eine unfertige Version zu spielen. Mal gucken. Ne? Mal überlegt, auf PlayStation 4 dir nochmal eins zu kaufen dann, oder? Ja, die anderen habe ich auch teilweise auf PlayStation 4. Also das ist, da je nachdem, was mir vor die Hände fällt, was halt auch, sind natürlich auch eine Preisgestaltung im Prinzip. Ja, ja, klar. Weil die Grafik sieht auf der PlayStation 4 nicht anders aus. Ja? Okay. Also da haben sie kaum, das ist jetzt keine Tag- und Nachtunterschied, wie du es beim Shooter oder so siehst. Mhm. Ne? Das ist einfach nicht so. Ja. Ist ja sehr einfach auch alles gehalten. Am einfachsten gehalten war, glaube ich, Back to the Future. Mhm. Was Wobei ich auch durchgespielt mir da die Grafik sehr gut gefallen hat. Durch diese comic-mäßige Umsetzung. Ja, es war deutlich comic-mäßiger, aber das Spiel hat mir von der Mechanik weniger, es war mehr so ein Point-and-Click-Adventure oftmals, dass du wirklich ja nicht durch die Entscheidung weitergekommen bist, sondern weil du sehr, sehr viel Gegenstände kombiniert hast oder sowas. Und gerade jetzt in dem Batman fand ich zum Beispiel, wie sie das mit den Tatorten umgesetzt haben. Also Batman ist ja großer Detektiv und diese Umsetzung, irgendwas zu verbinden auf den Tatorten, dass es schlüssig ist, aber trotzdem auch nicht zu kompliziert, dass du erkennst, wo es zum Beispiel, ja, du, von wo wurde eine Kugel zum Beispiel geschossen oder gibt es noch irgendwo versteckte Hinweise, das haben sie sehr gut umgesetzt. Aber wie gesagt, das letzte Kapitel, solltet ihr es überlegen, holt es euch nicht auf PlayStation 3, sondern auf irgendein anderes System. Also das war wirklich traurig. So ging das Jahr los. Und in dem Zusammenhang habe ich fast überlegt, sollte ich es endlich schaffen oder sollte ich einen Podcast machen, wo ich einfach nur, wenn mich irgendwas ankotzt, einfach nur ein Mikrofon rede, wo ich einfach nur, weißt du, du hattest ja mal den Autokoleriker, ne, wobei das nicht besonders cholerisch war, sondern es waren mehr deine Gespräche. Ja. Ne, wenn ich das im Auto hätte und wäre allein drin, dann wäre es cholerisch. Kannst die Autokoleriker gerne erben, also dann gibt es ja nicht mehr, von daher, das kannst du gerne machen. Ja, das Problem ist, ich bin halt nur Choleriker dann halt. Ne? Ja, wenn du Silvester zum Beispiel, warum schießt ihr hier Raketen durch die Gegend, warum kriegen Betrunkene Alkohol und Raketen gleichzeitig, warum geht das? Ja. Ne? Solche Sachen, wo ich mich so aufrege aus meinem Leben, aber ich weiß nicht, ob das besonders, weiß ich nicht. Ja. Wahrscheinlich gibt es dann noch irgendwelche Strafzeichen. Weniger Aufregung. Eher das Infragestellen des ganzen Konstrukts und gut, du wirst eh nur Hass ernten, egal. Wie bei jeder weil nimm dem Deutschen sein Knallervergnügen und du bist ja um Gottes Willen. Als Kind fand ich das auch super. Ja, aber manchmal. Und mir wird immer vorgeworfen, ich werde nicht erwachsen, komisch. Ich bülle keine Knaller. Ich muss kurz was trinken. Das ist eh wieder den größten. Also von daher darfst du auch gerne anfangen. Traditionell, in der letzten Ausgabe war ich ja nicht dabei, deswegen ist der Stapel tatsächlich relativ groß, obwohl ich jetzt nicht so mega viel also für meine Verhältnisse gelesen hatte. Wir haben wieder einige Rezensionsexemplare geschickt bekommen, zum Beispiel von Plemplem Productions. Und natürlich, ich habe die rezensiert, sind auf der Homepage, aber nichtsdestotrotz möchte ich sie gerne noch mal hier im Podcast ansprechen. Mhm. Im Oktober kam raus War Comics Nummer 12. Mhm. Und natürlich, es ist eine Anthologiereihe, da gibt es einige Fortsetzungsgeschichten. Da war zum Beispiel der Typ ohne Hose 4 drin von Andreas Butzbach. Da ist es so, da muss ich tatsächlich immer in den alten Heften mal nachschauen, beziehungsweise wir bekommen sie als PDF
geschickt von Plemplem. Mhm. Was war da eigentlich vorher? Also für mich ist das immer, mir gefällt es sehr gut, aber ich muss dann immer gucken, was ist im Vorgängerband passiert. Ja, gerade bei so einer Fortsetzung. Bei der langen Episode. Also ich mag dieses böses Western-Setting, in dem das Ganze spielt, so ein bisschen wie, ja, ein bisschen Sin City-Style im Western. Mhm. So in der Art ist das Ganze gehalten und das gefällt mir nach wie vor ganz gut. Tatsächlich am Stück würde ich wahrscheinlich noch mehr abfeiern. Halt, ne? Aber es ist klar, das Konzept ist eine Anthologie-Reihe, wo viele Beteiligte drin sind. Ein bisschen lustiger war dann Burke und Binkings Wintertale von Darren Strecker. Ne? Die ist so eine kleine Geschichte, wo die mit ihrem Schlitten mit einer ganz komischen Lieferung durch den Wald ziehen, auch relativ kurz gehalten. Mhm. Sehr knuffig. Das stilmäßig müsste es dir sehr gut gefallen. Ne? Mhm. Wundervoll. Kann man machen. Aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Also ich habe halt auch nur Hauptschule 92, was soll ich machen? Ne? Das ist halt ja. Sowas. Ja. Wer auch schon öfters mal aufgetaucht ist, ist Hannes Rathke. Mhm. Der macht ja den Webcomic Nigo Negu. Und der hat mit Of Worlds Forgotten Teil 1 eine neue Serie begonnen. So ein bisschen Dystopie, Mittelalter und Steampunk. So eine Art Cyborg greift eine Burg an. Mehr wissen wir noch nicht, denke ich. Eine Cyborg? Wir brauchen einen Jingle, wo sinnloser Wortwitz draus hervorkommt. Dazu habe ich einen passenden natürlich auch. Uhu. Ja, hervorragend. Das war der erste sinnvolle Einspieler heute. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Der Stil gefällt mir sehr gut, auch wie in Nigo Nego halt. Ein bisschen verstörend war die drei Seiten, das Ende von Mark Laszlo. Zeichenstil so ein bisschen Mignola-mäßig, eine Vision von einem Untergang. Das Cover zu dem Band hat er auch gemacht. Also da seht ihr schon, dass er sehr große Detailfreude an morbiden Sachen auch hat, ne? In diesen ganzen Dingen. Und zum Schluss gibt es dann noch Wild Animals von Guy LeMay. Der zeichnet nicht nur Comics, sondern ist auch nochmal ein Punkrocker, hat bei der Band The Resistance, die mir jetzt nicht sagt, ist gut, ist jetzt auch nicht so mein Genre. Macht so ein bisschen Kirby-Style Superhelden-Ding. Der Henning Mertens hat es übersetzt. Und insgesamt wieder sehr abgerundet das Ganze. Und ist für mich momentan die Anthologie-Reihe, der ich folge. Mhm. Ja, es gibt ja noch diverse andere, die sich in dem Feld versuchen. Aber gerade dadurch, dass ja die Erscheinungsfrequenz sehr hoch ist, also die haben wirklich einen sehr, sehr starken Output und dass es wirklich durch das Heftformat auch immer finanzierbar ist, was sie da machen. Ich glaube, der ist 4,90 ist so der Standardpreis für ein Woher-Heft, macht das natürlich sehr viel Spaß. Und gerade wenn man so auf einer Convention oder wo auch immer ein Stand von Plemplem Productions ist, sollte man sich das mal angucken und 4,90 €, da macht man eigentlich nichts falsch. Mhm. Gerade wenn vielleicht noch der Zeichner vor Ort ist, noch ein bisschen signiert oder eine Kleinigkeit draufzeichnet oder so, ist denke ich, eine gute Sache. Mhm. Was sie auch noch rausgebracht haben, wir sind jetzt natürlich einen Monat zu spät, durch dein Trinkgelage letzten Monat. Aber es gab noch. Naja, ich habe da auch mal das Recht auf Weihnachtsfeier. Steffen, Alkohol ist keine Lösung. Nein. Halt, ne? Also, das ist. Das aber. Doch, aber ab und an braucht das auch mal. Es gab auf jeden Fall eine Weihnachtsausgabe von Plem Productions, also das weihnachtliche Weihnachtsspecial genannt. Und wiederum war auch im Prinzip eine Anthologie, aber alles von den Woher-Machern selber. Also da haben alle, oder fast alle, muss man sagen, die Rang und Namen haben, haben dort mitgemacht. Wir sehen zum Beispiel den Trachtman, der Erfolg des letzten Jahres wahrscheinlich bei Plemplem Productions war. Wir sehen Dopey und Horst, Mr. Kill natürlich. Also jeder
fast jeder außer der Tommy mit The Changer. Mhm. Das habe ich ein bisschen vermisst. Hat da was gemacht und alles natürlich mit Weihnachtsbezug. Aber ich sag, also der Weihnachtsbezug ist jetzt natürlich nur Mittel vom Zweck. Also ja, also wenn man zum Beispiel den Riot sieht, da geht's, ist es natürlich wieder eine Rachegeschichte. Und natürlich bei Shark Farmer von Thorsten steht der Humor wieder im Hintergrund. Natürlich, es hat immer, Weihnachten ist der Auslöser, aber man kann das sicherlich nicht nur zu Weihnachten holen. Also man kann das, wenn man einfach mal auch einen kleinen Überblick über das Ganze, über Plemplem haben möchte, was Plemplem in ein Heft, außer The Changer und noch ein paar Übersetzungen und so weiter. Into the Mirror war auch nicht dabei. Kann man sich das sehr gut mal angucken. Ja, das ist auch ein nettes Ding. Ich glaube auch 4,90 Euro das Ganze wieder. Und ja, also wird auf der nächsten Messe oder wo auch immer wir sie treffen werden, werde ich das auf jeden Fall noch in Papierform mitnehmen. Aber wobei ich schon gehört habe, sie sind nicht in Erlangen dieses Mal. Sehr schade. Oh, okay. Hatte ich ja eigentlich die letzten zwei Male war es immer. Habe ich nicht, habe ich jetzt nicht, auf, weiß ich nicht, sie sind ja sehr viel auch auf anderen Cons, also auf diesen Comic-Cons unterwegs, aber auch auf anderen Veranstaltungen und da sind sie wohl sehr zufrieden, ja. Und ich weiß nicht, gut, Erlangen ist natürlich dieses Jahr die Frage, ja, wie sich das Ganze ausgestaltet. Kleines Glücksspiel, ne, diesmal, aber ja, ja. Ja. Also wer es nicht weiß, Erlangen dieses Jahr ist nicht in der Halle, wo es sonst immer ist, wo alles beieinander ist. Die wird renoviert oder restauriert oder wie auch immer. Und genau. Und deswegen hat man sich entschieden, das wahrscheinlich ein bisschen über die Stadt zu verteilen und so ein bisschen die Zeltkultur wieder zu beleben, wie es die früher auch schon mal gab. Mal gucken. Ich bin gespannt. Also hast du den mittlerweile wenigstens schon reserviert? Nee, das noch nicht. Aber ich habe eine Absprache mit jemandem, dass wir demnächst mal reservieren müssten, weil wir ganz gerne ins selbe Hotel wollten. Deswegen. Nee, so nicht. Einfach damit man dann auch sich auch abends dann denselben Weg teilt oder sowas. Also du und der Komiker teilt euch ein Zimmer, habe ich das richtig verstanden? Nein. Da geht noch Komiker was. Nicht, nee, da geht nicht mit, glaube ich. Also, ja, also ich rate allen, die... Der andere Podcast-Kollege aus der Comic-Community. Ehrlich, ja. Ja gut, der andere Kollege aus der, unsere Gründungsmitglied, sprichst du da wahrscheinlich an, der würde... Nee, den meine ich nicht. Nee, ach so, okay. Ja, wen haben wir denn da noch? Ein Gastmitglied, der Lega-Legende. Ah, okay. Ja, ja okay. Mhm. Ja, ich denke, der Sepp wird wahrscheinlich traditionell auch wieder da sein, ne? Und der wird definitiv, wenn er es nicht verpeilt hat, wieder im selben Hotel sein, wie ich letztes Mal auch. Ja, also wobei letztes Mal war ich ja gerne. Auch, dass wir da wieder hinkommen. Also ansonsten gehe ich auch wieder gerne in das vom letzten Mal. Das war jetzt auch nicht schlecht. Muss man zwar mit dem Auto anfahren ein Stück. Aber immerhin noch näher als das Etapp da draußen. Also ich rate jedem da wirklich frühzeitig was zu machen, weil da wird es an diesem Wochenende eng und dann auch gleichzeitig teuer. Und auch im Umland teilweise. Und je früher man da am Start ist, umso besser ist es. Ich habe wieder im Novotel eingecheckt, weil mir das bislang am besten gefallen hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich es da reserviert hatte, war es noch günstig. Ne, es gibt noch andere Alternativen, aber je später es wird... Klar. Wir werden ja wahrscheinlich dann in irgendeiner Art und Weise wieder wie vorletztes Mal einen größeren Podcast haben mit diversen anderen Comic-Podcastern. Schauen wir mal, ob wir das wieder zustande bekommen. Also der Andi von vom Telestammtisch hat schon angefragt. Der Andi Preller vom Das alles. Das alles ist auch dabei, mehr oder weniger. Also die haben ja halt sowieso gut. Immer da, ja. Die sind ja vor Ort, das ist perfekt. Dann schauen wir mal, wer von den anderen noch so da ist. Ja? Also gut, wenn jetzt Blim nicht da ist, gut, dann, aber die waren, glaube ich, das letzte Mal auch nicht dabei. Ne? Da, also zumindest bei der Podcast-Geschichte. Bei der Podcast-Geschichte nicht. Nicht. Ja. Schauen wir mal, wer da noch alles. Aber auch für uns ist es dann halt mal interessant, weil dann kann man da auch wieder mal eine schöne Zusammensetzung machen mit alten Mitgliedern, neuen Mitgliedern und so weiter und so fort. Ja. Da wird es vielerlei Möglichkeiten geben, mit denke Gästen. Ich. Ja. Ich hoffe, es verläuft sich nicht zu sehr durch diese Zeltgeschichte. Na gut, es kann jetzt deutlich auseinandergezerrt sein, wie das vielleicht damals war in München, wobei das sich in Erlangen ja relativ, trotzdem noch relativ komprimiert.
Also es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig lang. Dann gehst du halt die Straße davor, wenn da vorne noch irgendwo was ist am Garten oder so, also an diesem, wie heißt denn der Schlosspark? Nee, wie heißt das da vorne? Es wäre halt schade, wenn die Kleinen drunter leiden würden, weil ich sag mal, dadurch, dass alles zusammen war, jetzt auch, ich sag mal, oben das Studentenvolk und auch so Selbstverleger, die traditionell dann oben in Erlangen waren, da hat mir dann doch mal drüber geguckt, ob du da jetzt natürlich, um studentische Werke anzugucken, jetzt nochmal 500 Meter weiterläuft. Ja, ja, das bin ich sehr gespannt. Das sollte man aus München gelernt haben, zumindest aus dem wann war das? Ne? Das war 2017, 2015, 2013 war das. Als die Independent-Verlage dann einfach weiter weg waren. Im alten Rathaus? Nee, wo waren die? Ja. Die waren im alten Rathaus, ja. Genau, ja. Und das war dann einfach zu weit auseinandergestreckt. Also, ich meine, gut, in Erlangen hast du jetzt halt den Vorteil, die ganze Stadt macht mit. Also, du hast sowieso mehrere Anlaufpunkte mit Ausstellungen und so weiter und so fort. Auch nicht so weitläufig alles. Genau, aber man sollte trotzdem versuchen, dass man das ein bisschen mischt, dass man auch mal große Verlage mit kleinen Independent-Verlagen mischt, damit da einfach das Interesse auch da ist. Mhm. Ja. Ja, also auch gerne, falls ihr gerne mal in den Podcast möchtet, egal ob jetzt als Hörer, als Künstler. Sprecht uns einfach an. Wir sind immer interessiert daran, was zu machen. Ihr könnt uns anschreiben, ihr könnt uns vor Ort ansprechen, wenn ihr uns dann erkennt. Also Breedstorm erkennt man ganz gut, der rennt dann wahrscheinlich wieder mit seinem Kopfhörer. Das größte ist der Kopfhörer, das kleinste das Aufnahmegerät. Ja. Ja. Das wird so passieren und wie gesagt, wir versuchen ja immer eine sehr gute Mischung. Wir können uns auch jederzeit antwittern. Wir sind seit heute auf Instagram auch. Redet mit uns. Also, wir beißen nicht. Ja. Ja. Und gerade jetzt normale, in Anführungszeichen, Besucher finde ich immer sehr, sehr spannend, wie die was aufnehmen halt. Mhm. Ne? Weil ein Künstler hat immer so ein bisschen seinen eigenen Tunnel, wo er drin ist, seinen Verlag, sein Projekt. Trotzdem interessant. So also einfach mal, einfach mal die verschiedenen Seiten zu hören. Wollen wir es halten, ganz genau. Aber dafür bist du ja schon Spezialist. So als Außenreporter bist du da schon. Ja, also ich habe mittlerweile habe ich tatsächlich mehr Freude, wenn ich ein Interview mache, als wenn ich mir, sage ich mir, 2 Stunden lang in der Schlange stehe, und um mir ein Sketch zu holen. Anhörst. Ja. Das ist halt so. Das ist halt, ja. Ja. Ja, wir haben noch ein Rezensionsexemplar geschickt bekommen und diesmal, also müssen wir sehr loben. Passt auch ein bisschen zu Blemblem, weil da hat der junge Mann ja auch schon veröffentlicht. Ja, und zwar tatsächlich aus Papier. Ne? PDFs kriegen wir öfters mal geschickt, aber in gedruckter Form ist dann doch eher selten der Fall. Lieber Dennis, vielen Dank. Ja. Super Band geworden und wir freuen uns, dass du uns den zugeschickt hast. Hat auch eine schöne Widmung von reingeschrieben, soll ich die mal vorlesen? Ja, gerne, wenn du möchtest. Lieber Steffen und Keksbande, oh, ich hoffe, ich krieg das hin, weil ich war die Tage noch heißer im Moment. So, kleinen Schluck und dann geht's. Lieber Steffen und Keksbande, ich hoffe, ihr habt beim Lesen genauso viel Spaß wie ich beim Zeichnen. Macht weiter so und möge der Keks mit euch sein. Euer Dennis, aka Ulf. XOXOXO unterschrieben, mit Sternchen dran, unten mit der Fußnote, keine Ahnung, was das bedeutet. PS, mehr Pimmelchen gibt es in keinem anderen Cartoon-Buch. Guinness Weltrekordeintrag, Pendant. Pendant. Ich unfranzösisch, was das ist. Ja, ihr hattet ja früher nichts. Französisch Wort. Ja, nur noch französische Namen, ja, Jacqueline und so. Ja. Ist im Prinzip wie so ein kleiner Ulf. Ja. Auf dem Ulf der Außerirdische. Und was ist Ulf der Außerirdische? Im Prinzip der Unterirdische. Der Unterirdische. Ja. Und im Prinzip, was ist Ulf der Unterirdische? Das Gegenstück von Alf den Außerirdischen. Genau. Im Prinzip stellt euch das so ein bisschen vor wie eine rasierte Version von Alf. Ja, die auch gerne Pimmelchen zeigt. Wie gesagt, wie er es da schon angekündigt hat. Ja. Das ist auch so. Ja, ja, Pimmelchen kann man da schon sagen und sehr viel Bauch halt. Ne? Ja. Also, eine Frisur, sehr nachempfunden eines gewissen ehemaligen deutschen Diktators. Findest du? Ja. Das ist ein ordentlicher deutscher Seitenscheitel. Was redest du mit so Diktator? Würde ich mich als Führer anbieten. Ja, genau. Also ne? Gewisse Ähnlichkeiten, aber damit kokettiert er ja schon auf dem Cover, ja. Wo er einfach mal den Namensgeber
so ein bisschen oder einfach mal gegenüberstellt. Da sieht man natürlich auf den ersten Blick auch sehr schnell dann die Unterschiede, ja. die das dann sind. Was für ein potthässliches Vieh, ja. Ja, wir wollen jetzt natürlich nicht alles fragen, aber das Cover kann man ja schon machen. Das ist ja auch online einzusehen. Genau. Online sieht man sowieso relativ viel von ihm. Der Dennis auf Instagram, wo ich nicht bin, aber er postet auch sehr, sehr viel von diesen Cartoons, die er hat, die immer sehr, sehr stark unter der Gürtellinie sind. Ja. Postet er auch immer auf Twitter, also könnt ihr ihm auf jeden Fall folgen. Also das ist durchaus natürlich, wie der Titel auch schon sagt, der Unterirdische sehr zu adaptieren auf die Charaktereigenschaften des Ulf. Ja, der Steffen wird es natürlich verlinken. Mhm. Ne? Schön auch mit Vorwort. Also tatsächlich die meisten davon kann ich. Vorwort übrigens von Leo Fischer, von der Titanic. Ehemals Titanic-Chefredakteur. Ja, okay. Ja, da ist der Seitenscheitel noch ein bisschen mehr ausgeprägt sogar. Ja. Und es sind immer Einseiter mit sehr, sehr derben Humor. Ja. Ja, gerade wo du Pimmelchen sagst, das ist, steht auch gern mal im Mittelpunkt, aber auch seine... Manchmal Zweck zum Mittel, manchmal einfach nur da. Ja. Seine Vorstellung von der Welt. Wenn man jetzt zart beseiteten Personen, sollte man das nicht, aber wenn man Freude an derben Humor hat, ist es, wie ich das also so habe... Also der kleinen Nichte, die noch nie einen Comic in der Hand hatte, jetzt nicht unbedingt in die Hand drücken. Ja, ja, das stimmt. Also es sieht so ein bisschen kindgerecht aus, auch in dem Format. Ja. So ein bisschen wie so ein Lappanband. Ja, ne? Genau so. Also das Format ist halt ein typisches Cartoon-Buch eigentlich. Ja. Und, aber wie gesagt, es ist schon recht derber Humor, der nicht jedermanns Sache ist, aber ich habe mich köstlich amüsiert. Ja, es ist halt mein Humor, ich muss es zugeben. Ja. Es ist halt mehr El Bundy als Loriot, um es mal so zu umschreiben, möchte ich es jetzt mal deklarieren. Und ja, guckt vielleicht mal auf Twitter, was er da von ihm findet, und er hat da die Sachen teilweise noch drauf und denke ich, ist ein netter Band, und auch nicht nur, weil er uns den jetzt papiermäßig zugeschickt hat. Also ich, wie gesagt, ich finde das generell sehr gut. Bei manchen hatte ich ein bisschen Probleme. So, der ist jetzt sehr derb. Soll ich das wirklich retweeten? Oder habe ich dann drei Damen, die gleich Er fordert dich quasi mit, ja. Also es ist, soll ich Retweet klicken oder lieber nicht? Ja, ist aber auch ein guter Band, der sich einfach mal zum Mitnehmen eignet, wenn man jetzt Dennis irgendwie mal auf eine Messe trifft oder so weiter. Und also, wie gesagt, für die 8,95 kostet es. 98. Oder 98, ja. Ist es ein schöner Band, und das ist auch gut angelegt. Und wie gesagt, man hat seinen derben Spaß, wenn man, sofern man ihn mag, ja. Mhm. Mhm. Genau. Vielleicht mal einen zum Besten geben, so. Aber bitte. Das kann man natürlich jetzt schlecht, weil die Illustration wird natürlich jetzt hier in dem Fall nicht mit transportiert. Du hast ihn gerade immer offen gehabt, jetzt finde ich ihn gerade nicht mehr. Mit der Soufflöse, ja. Mhm. Erzähl mal was, solange ich suche. Ist er weiter vorne, ist er weiter hinten? Oder hier, den kann man auch gut bringen. Ulf, der Unterirdische, steht vorm Grab seiner geliebten Ulfine, also hier steht hier Ruth Ulfine, und unten drunter natürlich dann auf dem Grabstein die Werbung: jetzt heiße Singles in deiner Umgebung kennenlernen. So, das war mal so ein bisschen. Ja, das war die jugendfreie Version. Den Eindruck, wir sind ja nicht umsonst explizit, von daher. Ja. Schönes Ding. Ja, also dicke Empfehlung, und wie gesagt nochmal, Dennis, vielen Dank. Haben uns sehr drüber gefreut. Ja. Ja. Tatsächlich, wenn wir gerade so ein bisschen... Tatsächlich? Ja, wir sind ja gerade so ein bisschen so bei den sogenannten Independent-Sachen, und zwar bei den deutschen Independent-Sachen. Und was ich auch nur letztes Mal in Erlangen mir geholt habe, war auch ein Spontankauf. Dafür ist Erlangen halt immer gut, dass man halt irgendwo was sieht und denkt, ja, cool irgendwie, und kann sich dann mit den Künstlern auch unterhalten. Und zwar ist es München 1945 von der Sabrina Schmatz. Und zwar ist das Ganze erschienen beim Schwarzen Turm. Und zwar bestach das erste Heft durch so ein sehr, sehr schönes Cover, wo GI und sowas drauf war. Und das hat sich jetzt fortgesetzt. Auch übrigens Sabrina Schmatz kann man gut bei Twitter folgen. Und da bin ich nämlich drauf gekommen, dass sie gesagt hat, sie hat noch ein paar Exemplare rumliegen, und wenn man das bei ihr bestellt,
dann erstens zeichnet sie was Schönes. Es gab noch Postkarten dazu und das alles natürlich ohne Aufpreis. Mhm. Ne? Und das Fanservice, ja. Da habe ich mir die beiden letzten Bände, also Band 2 und Band 3 geholt und da hat sie wirklich sehr schön reingesketcht. Mhm. Auch natürlich mit Widmung. Mit Widmung und allem. Ja. Schön gemacht, ja. Hervorragend. Und zwar geht es da, wie der Titel schon sagt, München 1945. Echt? Und zwar primär um eine junge Dame, eine Münchnerin, die sich in einen GI verliebt, der da vor Ort ist. Jetzt sagen sie, ja, fängt der Brieftum an, mit der Liebesgeschichte zu lesen? Nein, es ist nicht nur so ein es fängt Liebes- der Brieftum auch noch an, Liebesgeschichten zu lesen? Ja, so weit kommt es noch. Ja, das hat mir so richtig, mein Genre ist jetzt nicht mein primäres Genre, ne? Ja. Aber das ist halt auch nur die erste Vermutung, wenn man das vielleicht so sieht, sondern es geht auch sehr viel um die Gesellschaft, die da im Nachkriegsdeutschland vorherrscht. Das natürlich sind nicht alle begeistert, dass sie sich da in den GI verliebt. Es gibt Leute, die waren früher vielleicht in der Wehrmacht, ja, oder Parteimitglieder und das ist alles sehr gut zusammen, aber auch nicht zu sehr, ja, zu sehr mit der Erziehungskeule halt drüber, ne? Also es gibt ja einige andere Comics, wo ich denke, ja, okay, wenn mir mein Geschichtslehrer das jetzt gegeben hätte, dann hätte ich's, ne? Dann wäre das der gleiche Effekt gewesen. Aber hier ist es tatsächlich so nebenbei wird das vermittelt und das finde ich sehr gut, dass das halt nicht dauernd so mit den mit dem Zaunsfall. Ja, dass mir was eingetrichtert wird. Mhm. Wie gesagt, es geht um Verstrickungen, was hat wer vielleicht während der NSDAP-Herrschaft gemacht, gibt es da noch Rückstände, wie wirkt sich das auf die Zivilbevölkerung aus, in dem letzten Band, in Band 3 ist es tatsächlich dann, kommen sie dann auch an Dachau vorbei, oder es wird thematisiert und das halte ich halt auch für sehr schwierig. Also da denkst du natürlich dreimal drüber nach, wie du das Ganze gestellt und auch da ist es sehr, sehr gut gehalten, sodass für mich der Unterhaltungsfaktor eine große Rolle spielt, aber ich trotzdem über die angesprochenen Thematiken nachdenke halt und nicht in so einem Geschichtslehrerton, sondern wirklich, dass es passt und wird sehr, sehr feinfühlig umgegangen. Optisch ist das Ganze so ein bisschen Manga angelehnt. Natürlich, ne, ist auch in Schwarz-Weiß gehalten. Die Bände sind jeweils 8 Euro in so einem Prestigeband, ist das ja. Ne? Und auch da die Empfehlung, wenn ihr die Sabrina seht, vielleicht jetzt in Erlangen oder auf anderen Veranstaltungen, geht mal hin, schaut euch an, ist das was für euch? Und also schon allein für die Zeichnung kann man sich das Ganze holen. Ja, ne? Also so ist aus, ja. Nicht abschrecken lassen, dass man denkt, es ist jetzt eine weibliche Zielgruppe ausschließlich gerichtet. Das ist es meiner Meinung nach nicht, sondern für jeden. Und finde ich auch cool, dass der Schwarze Turm das Ganze auch pusht. Ne? Ich find dann auch ganz gut, dass er die als erstes Cover dann den GI gewählt hatte. Weil wenn sie jetzt mit dem Cover gekommen wäre, ja, als erster Band, das wäre, glaube ich, ein bisschen wieder verwirrend gewesen. Ja, ne? Der zweite Band, um es zu erklären, zeigt die junge blonde Darstellerin im Dirndl, was natürlich auch ein schöner Anblick ist. Ne? Spielt mit einem Schlüsselreflex. Das ist nicht der Hintergrund. Also es geht jetzt nicht darum, um schöne Menschen zu zeigen oder sowas. Natürlich auch. Also schadet natürlich nichts. Garantiert nicht das Primärziel, ne. Ja, also finde ich sowieso eine Episode, die selten so im Comic dargestellt. Also wir haben sehr, sehr viele Sachen aus dem Krieg, aber in dieser Phase, wo dann die Amerikaner oder wer auch immer einmarschiert sind und sage ich mal, das ganze System komplett weg ist, was vorher geherrscht hat und man sich jetzt auf neue Umstände einstellen muss, wo man vielleicht der ein oder andere drüber nachdenkt, war das alles richtig, was ich gemacht habe? Und die Not auch so ein bisschen von der Bevölkerung zu zeigen, wer wusste was, wer wusste nichts. Ne? Finde ich ein sehr interessantes Kapitel, was sehr, sehr selten benutzt wird, meiner Meinung nach. Gerne mehr davon. Ne? Wird weiter fortgesetzt, ist damit nicht abgeschlossen. Und vielleicht kann ich mir im Erlangen ja Band 4 holen. Schauen wir doch mal. Ne? Mal gucken, wie es mit der Konstanze weitergeht. Wie geht's mit dir weiter, Steffen? Soll ich mal was machen? Ja, wenn du möchtest.
Also ich habe vor einiger Zeit ja schon mal vorgestellt, ein Band aus der Reihe mit diesen Mickey-Maus-Interpretationen von französischen Künstlern. Und mit dieser Reihe ging es quasi weiter. Und wo ich noch den ersten Band davon, Mickey Mouse Craziest Adventures, hieß der, so als einen meiner Comics des Jahres titulieren würde, habe ich mich mit dem nächsten Band sehr schwer getan. Also da bin ich echt ein paar Mal drum herum geschlichen und habe überlegt, ja, brauchst du den wirklich? Willst du wirklich die komplette Reihe haben? Und zwar ist der nächste eine geheimnisvolle Melodie oder wie Mickey seine Mini traf, von Cozy gezeichnet und geschrieben. Dieser Zeichenstil, den er hier anwendet, der richtet sich natürlich auch sehr nach dem klassischen Material, wirkte mir aber im Gegensatz zu The Craziest Adventures sehr steif irgendwie. Also irgendwie nicht so, man kann es schlecht vergleichen. Also es ist halt, du siehst es ja auch, es ist natürlich ganz klar der klassische Einschlag, ja. Aber die Figuren sind jetzt nicht so dynamisch dargestellt, wie es vielleicht in dem ersten Band der Fall war. Mhm. Ja. Natürlich muss man sagen, ist ein anderer Zeichner, ist eine andere Herangehensweise und das merkt man auch bei der Story. Also war die erste Story noch relativ anarchistisch angelegt, auch mit den fehlenden Seiten und so fort, ist es hierbei eine geheimnisvolle Melodie, was im Grunde nichts anderes ist als die Übersetzung von A Silly Symphony, wie die alten Cartoons auch hießen. Mhm. Nichts anderes als eine Story, die doch ganz stringent erzählt ist, die mit dem Gedanken spielt, dass Mickey Mouse ein Filmautor, ein Drehbuchautor ist und sich lustige Geschichten für einen Hund in Hollywood überlegt, der sehr nach Pluto aussieht, aber irgendwie anders heißt. Einfach nur Dog's the Dog oder irgendwie so. Mhm. Und ja, währenddessen, dass er ein neues Drehbuch schreiben soll, tritt er auch immer wieder die Reise nach Los Angeles an, um dort sein Drehbuch vorzustellen. Und während der Rückfahrt von einem so ein Meeting, mehr oder weniger, setzt er im Zug und setzt sich eine unbekannte weibliche Person neben ihn. In dem Moment ist auch das Licht ausgefallen im Waggon und er kann sie nicht erkennen und sie schmiegt sich auch an ihn Oh! Ja, und das bei Disney. Schläft praktisch an seiner Schulter ein, mehr oder weniger. Und Mickey schläft dann irgendwann auch ein. Als er wieder aufwacht, ist die Person weg und auch sein Drehbuch ist irgendwie verschwunden. Na, nun vermutet er, okay, kann ja fast nur die Person gewesen sein, die irgendwie das Drehbuch mitgenommen hat und begibt sich halt auf die Suche. So. Wer nun diese geheimnisvolle Person war, lässt sich bei dem Titel, bei dem Untertitel nur sehr schwer erraten, natürlich, ja. aber der Weg dahin ist im Grunde hier auch im Band das Ziel, weil da gibt es natürlich erstmal andere Verwirrungen und so weiter und so fort. Und ja, ich finde, Goofy hat noch eine schöne Rolle abbekommen. Er ist natürlich wieder der Trottel vom Dienst, mehr oder weniger. Baut ein ziemliches Missgeschick und bringt sich damit auch noch in Not und Mickey gleich mit, weil es auch da noch eine Verwechslung von Transkript, von Drehbuch und irgendeinem Transkript gegeben hat. Ich will jetzt nicht zu viel verraten an der Stelle, aber das spielt dann auch noch mit rein und bringt Mickey noch so ein bisschen in Bedrängnis. Und ja, es ist dann im Endeffekt auch noch die Geschichte, wie Pluto tatsächlich zu seinem Namen kam. Ja. Das alles in diesem Band. Ich muss sagen, also die anfängliche Skepsis, die ich hatte, ja, der Zeichenstil ist nach wie vor nicht ganz mein Favorit, aber passt zur Story und im Endeffekt hat mir die Story sehr viel Spaß gemacht. Die ist jetzt im Gegensatz, wie gesagt, zum ersten Band relativ
harmonisch und ja, schon nahezu kinderfreundlich. Also bei dem ersten Band hätte ich da immer so ein bisschen meine Probleme gehabt, ob man das wirklich im Kind zeigen kann. Wobei das, glaube ich, da auch noch ging. Aber na, kommen nachher noch zu einem, wo ich das ein bisschen anders sehe. ja, wer Mickey in seiner ruhigen Phase und einen bedächtigen und liebevollen Comic lesen möchte, da ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Ja, ich habe es gerade durchgeblättert, also das will ich mir nicht ausleihen, das ist nicht ganz so mein Ding. Mhm. Der letzte, der hatte mich vom Zeichenstil, wie du es gesagt hast, auch einfach mehr, weil es einfach ein bisschen... Ja, da bin ich gespannt, was du dann zum dritten sagst, aber da machen wir nachher weiter. Dann ja. An Mangel an Material würde ich sagen, machst du erstmal weiter. Ja. Von deinem Disney-Fetisch zu meinem Don Lawrence-Fetisch. Ja, unsere Fetische werden auch im neuen Jahr bedient, lieber. Ja, Mann. Ja. Leider habe ich den Jingle hier noch nicht drauf, aber Neues aus Trigahan. Das ist falsch. Oh. Das ist falsch, weil wir. Neues aus Karl. Aus Norwegen natürlich. Ja, aus Norwegen. Also, natürlich, es ist der nächste Band erschienen von Karl der Wikinger mit dem Namen von Göttern und Wölfen. Hm. Im ersten Band wurde die Episode ja so ein bisschen etabliert. Wer ist eigentlich Karl der Wikinger? Was macht er? Und im zweiten Band... Was macht er denn? Ja, er segelt. Er segelt, er kämpft. Ja. Und in diesem Band trifft er auf Selgor, den Wolf. Das wird der große Gegner jetzt werden von Karl der Wikinger. Der Selgor ist so ein bisschen mystisch unterwegs. Er lässt sich von so einer Wahrsagerin prophezeien, dass er der große Anführer werden wird und setzt jetzt natürlich auch alles daran, das zu werden. Von diesem Wikinger-Stamm? Oder? Ja, generell da zu herrschen. Ach, ne? Und diese Prophezeiung nimmt er sehr, sehr ernst, dass er das werden soll. Er hat auch eine sehr bösartige Axt namens Bluttrinker. Mhm. Und mit dieser Axt greift er dann das Dorf von Karl dem Wikinger an, was ihm natürlich nicht wirklich gut gefällt, dass seine Leute niedergemetzelt werden. Und so entspinnt sich so eine Rache-Episode daraus, was ich ja immer sehr zu schätzen weiß. Sehr bemerkenswert ist, dass der Selgor immer wölfischer dargestellt wird. Quasi von Panel zu Panel verwandelt er sich optisch immer mehr von jemandem mit einem halbwegs normalen Gesicht zu jemandem, der dann plötzlich immer wölfischer wird. Also die Zähne werden länger, das Gesicht verzerrt sich. Mhm. Und im Laufe des Bandes nimmt das dann noch zu. Kämpft natürlich das ein oder andere Mal gegen Karl und kommt dann zu so einem Wettlauf, zu so einer verlassenen Festung. Ja, also das Ganze ist so, also man denkt, es ist ein historisches Setting, aber dann natürlich durch dieses, dass er immer wolfähnlicher wird, natürlich doch nicht. Also es kommt dann diese mystische Komponente und diese mystische Komponente wird sehr krass noch gesteigert. In der Festung gibt es dann auch ein Wesen, was so ein richtiges Don Lawrence-Wesen ist. Also er macht ja gern so verrückte Figuren, bastelt er da ein. Und das hat er, da hat er auch hier nicht mitgespart, sondern hat da auch so ein Ungeheuer reingebastelt, was sich mit natürlichen Abläufen nicht erklären lässt. Mhm. Ne? Ist prinzipiell in zwei Bände, also in zwei Episoden gestartet. Einmal in diesen Kampf in dieser Festung. Und dazwischen gibt es ein sehr, sehr großes Editorial, wo quasi nochmal drauf eingegangen wird, die Hintergründe und auch einzelne Zeichnungen, wo er sich vielleicht hat inspirieren lassen. Wir wissen ja, dass dann Lawrence gerne mal geschichtliche Sachen so einbindet und im zweiten Teil kämpft er gegen jemanden, der vorgibt, Thor zu sein, also der nordische Donnergott Thor. Es gibt so einen Tempel für Thor und vor diesem Tempel gibt es eine Statue, was natürlich aus Wikinger-Sicht vollkommen schwachsinnig ist, einen Thor-Tempel zu haben mit einer Statue davor, aber diese Klamotten sind dann plötzlich weg und jemand läuft rum mit so einer Gesichtsmaske und gibt vor, Thor zu sein, der mythische Gott, der nordische Gott. Und
Ja, der hat einen Helm, also ich sag mal, da, der ist ganz klar am alten Wehrmachtshelm mit Asterix-Schwingen orientiert. Also da hat er sich die Inspiration, na gut, komischerweise keiner von den anderen Wikingern, also es mag natürlich sein, dass es im Mittelalter auch ähnliche Helme gab, aber so sieht in diesem ganzen Band kein anderer Wikingerhelm aus. Es gibt einen sehr schönen Hammer hat er natürlich und der läuft dann durch die Gegend und sagt, hier, ich bin übrigens Thor und ihr dürft mir alle dienen, ne? Und auch dagegen muss dann Karl natürlich vorgehen. Das gefällt ihm nicht. Fand ich eine sehr gelungene Mischung. Es ist halt nicht für jeden. Ne? Es ist, wenn man Don Lorenz gut findet und sich auch auf das Setting einstellen kann. Ne? Es ist schwarz-weiß. Da kam ja schon die eine oder andere Kritik. Ja, das von außen sieht es nicht aus wie ein Schwarz-Weiß-Band. Aber ich sag mal, wahrscheinlich 90%, die das kaufen, wissen, wer Don Lorenz ist und denken nicht, dass das der neue Garth Ennis ist. Ja? Mhm. Also das Cover sieht natürlich wieder sehr modern aus im Vergleich dazu. Also es ist ein späteres Ding. Als die anderen Sachen stammen wieder aus den 60ern und sind immer wieder so Zweiseiter. Wo auch Kritik aufkam im Panini-Forum, habe ich jetzt nachgelesen, dass die Seiten bearbeitet wurden, in dem Fall, dass jeweils das Logo rausgenommen wurde, weil es waren ja immer zwei Seiten, das hieß, das ist wöchentlich veröffentlicht worden und auf der ersten Seite war immer das Logo Karl der Wikinger. Und das ist hier so zusammen rausretuschiert, dass es eine Geschichte ist, die aber halt, wo immer so ein bisschen Lücken drin klaffen halt. Ne? Mhm. Das, also man wollte nicht anscheinend den Eindruck der fortlaufenden Story nicht schmähen und hat dann einfach jedes Mal dieses Logo rausgenommen. Aber natürlich fällt es immer auf, weil um das Logo rum gibt es meistens eine sehr große Zeichnung oder eine sehr komplexe Zeichnung. Da fällt es dann natürlich schon so ein bisschen auf, dass das raus ist. Ehrlich gesagt, mich stört es jetzt nicht besonders. Muss man sagen, muss es werkstreu sein, muss es nicht werkstreu sein. Ich bin froh, dass es überhaupt in Deutschland erschienen ist, nachdem ich mich mit Don Lorenz beschäftigt habe. Da konntest du halt nur die englische Ausgabe damals kaufen und die wäre sehr teuer geworden. Und ich bin sehr froh, dass Karl so in dem Stil erscheint, wie er auch jetzt erscheint. Ob sich das natürlich jetzt fortsetzt oder sowas, ne? Findet sich dafür die passende Zielgruppe, werden wir sehen. Ne? Also bei Trigan scheint es zu funktionieren. Ne? Auch da habe ich den neuesten Band natürlich gelesen und natürlich wie immer alles fast alles, was ich lese, kommt auch auf die Comic Community Homepage. Und, Neues aus Trigan. Genau. Wir sind mittlerweile schon beim 13. Band angelangt. Und da sieht man schon auf dem Cover, klafft eine Mumie, die aus einem Sarkophag steigt, potenziell in eine Pyramide. Und tatsächlich ist es so, unterhalb von Trigan wird gegraben. Also es ist schon wieder sehr abstrus halt, ne? Da wird gegraben. Ja. Und man stellt fest, bei Ausgrabungen in der Stadt, also da fliegen schon Düsenjäger durch die Gegend und es gibt so Hochhäuser aus Beton und sowas und sie graben alles, und unterhalb von der Stadt finden wir jetzt einen Eingang und dann graben sie sowas aus, was so ein bisschen aussieht, wie in Ägypten war, wie Abu Simbel. Also es ist jetzt keine Pyramide, sondern so ein Tempel mit riesigen Figuren davor. Also so ist es in Abu Simbel. Da hat er sich da sehr, sehr deutlich inspirieren lassen und auf den späteren Bildern, wo sie es noch mehr ausbreiten, sieht es so ein bisschen aus wie Karnak in Ägypten halt. Ne? Da wird ein Sarkophag ausgegraben und tatsächlich ist dann so, dass viele Leute, die mit dieser Ausgrabung zu tun haben, das sind irgendwie Vorläufe von ehemaligen Völkern, die da gewohnt haben, die haben dann eine Mumie und je mehr die Zeit voranschreitet, umso mehr Leute sterben, die damit zu tun hatten. Und da denkt man natürlich sofort an den Fluch der Mumie. Gleiches ist ja passiert, als man in Ägypten angefangen hat, oder größtenteils die Briten haben angefangen, Mumien auszubuddeln. Und da war man relativ schnell bei dem Gedanken, dass es einen Fluch gibt, weil viele Leute, die damit zu tun hatten, einfach gestorben sind. Redaktionsbearbeitung hier geht da sehr drauf ein und sagt, wie viel ist davon eigentlich wirklich passiert oder wie viel haben sich die Leute eingebildet. Vieles wurde ja dann noch verfilmt und das hat diesen Mythos dann auch noch gehoben, dass es da was gab. Und anders als bei Karl ist es jetzt keine mythische Figur, die dann für die ganzen Morde, die dort passieren, verantwortlich ist.
Natürlich gibt es auch wieder die passenden Lorenz-Kreaturen. Hier haben wir sowas wie einen riesigen Krebs, aber der hat nur eine Schere vor seinem Mund. Mhm. Und das macht er halt sehr, sehr gerne und hat sich da auch gerade von ägyptischen Sachen sehr inspirieren lassen, was es da alles gab. Eine andere Episode, die drin ist, ist so eine Art Zeitreise-Episode. Mhm. Und zwar geht es ja gar nicht vordergründig um Trigan oder seine Familie oder andere Bekannte, sondern es geht um einen bislang unbekannten Hirten. Der hütet halt so vor der Stadt die Schafe. Also es ist so ein bisschen, wie wir es teilweise in Asien feststellen oder in Afrika, dass du halt eine Metropole hast, die sehr modern ausführt, aber 5 Kilometer weiter leben die Leute halt noch so ein bisschen wie im Mittelalter und das ist da halt auch so. Mhm. Und er ist da so wie der Geißenpeter auf der Alm und hütet seine Ziegen. Oder sein Schaf in dem Fall, schläft ein und als er aufwacht, stellt er plötzlich fest, die Zeit hat sich weitergedreht, merkt er an diversen Sachen und er ist irgendwie in der Zukunft gelandet einige Jahre. Mhm. Und Trigan wird nicht mehr von Trigo beherrscht, sondern von einem sehr, sehr bösartigen Diktator. Was natürlich sehr lustig ist, weil der Vorwurf ist ja sehr oft gewesen, dass Trigo auch ein böser Diktator ist. Und er stellt fest, es gab einen Putsch. Mhm. Die ganze Familie wurde quasi vernichtet. Und jetzt weiß er auch nicht so richtig, was er machen soll. Aber ihr könnt euch vorstellen, natürlich, er löst das irgendwie. Aber wie, das müsst ihr dann genau lesen. Ne? Mhm. War mal wieder interessant, eine andere Person als Hauptperson da oder mehr oder weniger Hauptperson. Das ist ja auch ein klassisches Thema, das mit dem Einschlafen. Das war auch so eine klassische Geschichte, oder? Ja, aber du musst halt bedenken, es kommt aus den 60, beziehungsweise 70ern ist das wieder, ne? Es ist aus 1973 sind wir momentan und da war das noch nicht verbreitet. Da hattest du halt nicht die Möglichkeit, 2 Millionen Comics zu besitzen und jeden Tag rund um die Uhr 24 Stunden Fernsehen zu gucken. Ja. Für die war das halt sehr, sehr neu und wie gesagt, der Charme gefällt mir und natürlich ist es halt auch optisch für mich immer wieder der Bringer. Mhm. Ja, ein ähnliches Thema machen sie nachher auch noch, da geht es in der Episode um so ein verlassenes Herrenhaus und wenn du das siehst, da denkst du natürlich, das stammt direkt aus Schottland und da hat er das wahrscheinlich auch so ein bisschen angelehnt, was ein bisschen komisch ist, ne? Das Volk von Trigo war ja eigentlich als Reitervolk, die eigentlich so über die Steppe geritten sind, bekannt und jetzt gibt es da halt Familienzweige, die wirklich so ein Wasserschloss aus dem schottischen Hochland dann plötzlich da haben, okay. Was natürlich auch mit einem Fluch dann wieder besetzt ist. Ja, aber für mich ist es gerade das, was es das ausmacht. Also es ist halt dieses obskure Gemischte, 60er, 70er, du kannst praktisch Filme, jedes Thema da drin unterbringen. Ne? Er ballert alles raus und es sieht halt auch wirklich immer wunderschön aus. Mhm. Ja, das kann man nicht anders sagen. Bin wieder begeistert. Es wird jetzt immer mal wieder vorkommen, dass es auch andere Zeichner gibt. Außer Don Lawrence, hatten wir, glaube ich, bei dem Band davor auch schon. Ja. Das wird weiterhin passieren, weil der gute Mann wollte halt auch mal Urlaub machen und das ist ja immer die Diskussion, soll man nur Lawrence-Geschichten, aber ich sag, ich nehme auch die anderen, ja. Auch wenn es optisch nicht so opulent ist, will ich trotzdem jede Episode, die da passiert, auch irgendwie mit dabei haben. Mhm. Willst du, oder? Ja, du hast noch einiges. Ich muss nicht alles. Also. Ach so. Ja, aber gut. Ja. Zu was ganz anderem kommen wir bei Reborn von Mark Millar und Greg Capullo. Das sind nämlich zwei von mir sehr geschätzte Künstler. Mark Millar ist ja in letzter Zeit ein bisschen in der Kritik, dass er so eine Hure ist und ständig sein Zeug verkauft, aber ich meine, der lebt davon. Ja? Na, also, ja, klar. Warum sollte er was anderes machen, außer Sachen schreiben, die gleich jemand als Film machen will und Filmrechte verkauft? Also das ist, finde ich nicht verwerflich, dass man Geld zum Leben verdienen will. Ne? Das wollen ja alle irgendwie. Capullo, gerade seit Spawn, hat immer einen festen Platz in meinem Regal, auch mit schwankenden Ergebnissen, ganz klar. Mhm. Aber hier hat er mir wieder sehr gut gefallen. Und zwar ist das Reborn, wie der Name schon sagt, eine interessante Vorstellung des Jenseits. Mhm. Wenn du das hier so, das Cover so siehst, inspiriert dich das irgendwie? Erinnert dich das möglicherweise an irgendwas? Also es ist eine junge Dame mit einem Schwert in der Hand. Ja. Unter ihr ist ein Hund, auf dem man potenziell reiten könnte. Ein in Rüstung gehüllter älterer Herr. Ja. Ne?
Sagt dir gar nichts? Ja, so um Flugwesen noch im Hintergrund. Ja. Sagt mir jetzt erstmal nicht wirklich was. Ja, ich weiß, ihr hattet ja nichts, aber wenn du deinen Blick 2 Meter in diese Richtung lenkst. 2 Meter in diese Richtung? Ja, auf die Vitrine. Ja, Masters of the Universe. Ja, Masters of the Universe. Ja, also da haben sie ganz klar so einen kleinen Kick in die Richtung Masters of the Universe gerinnt. Und zwar geht es da um eine... Da muss ich ja auch gleich noch was erwähnen. Ja, okay. Ältere Dame. Mhm. Und zwar ist das die Bonnie. Und die Bonnie hatte eigentlich ein ganz schönes Leben, aber irgendwann stirbt sie halt, wie das halt so ist. Ne? Mit 78 kriegt die, glaube ich, ein Herz, Kasper war das, stirbt. Und sie ist dann ja jetzt aber nicht plötzlich eine Himmelspforte, sondern sie ist in Adystria. Und Adystria ist ja so eine Fantasy-Welt, in der es ja so ein bisschen so zugeht wie auf dem Planeten Eternia. Mhm. Jetzt nicht ganz genauso, aber es ist halt eine Fantasy-Welt, in dem die gute Seite gegen die Bösen gewinnt. Es gibt Wälder, Steppen, es gibt futuristische Fahrzeuge und es gibt aber auch so ein bisschen so eine Mischung zwischen Technik und Magie. Und das ist ja, was Masters of the Universe auch so außergewöhnlich gemacht hat. Das hat er ja recht häufig auch, dass er dann irgendwie eine Referenz auf solche Sachen verwendet. Ja, ne? Mag er gerne. Und als sie dann wiedergeboren wird, ist sie aber nicht mehr 78, sondern ich sag mal so Mitte 20 und wieder voll im Saft. Und was natürlich noch ganz passend ist, sie ist natürlich so ein bisschen auserwählt. Sie stellt fest, dass die Leute je nachdem, wie sie so im Leben so gehandelt haben, dort wiedergeboren werden. Also sie war ein relativ sehr, sehr guter Mensch. Also sie ist jetzt die Auserwählte. Das ist nicht toppbar. Aber zum Beispiel, sie trifft einen anderen Herrn wieder, zum Beispiel ihren Vater. Der ist auch nicht so jung wie sie, aber auch deutlich jünger als da, wo er gestorben ist. Und sie trifft auch andere Leute wieder aus ihrem Leben, die sie kennt. Mhm. Ist sie natürlich gleich auf der Suche nach ihrem verstorbenen Mann. Was sich als schwierig erweist, aber es werden noch viele, viele andere, die sie so kennt, wiedergeboren und sehr interessant zu sehen in diesem Zusammenhang, als wie die wiedergeboren werden, halt auf der guten Seite oder auf der bösen Seite. Und ja, mehr möchte ich da in dem Moment auch nicht zu verraten. Nee, weil das... Das würde dann zu weit führen. Das ist wie immer ein abgeschlossenes Ding wahrscheinlich, ne? Das ist wie immer abgeschlossen und kann man wirklich sehr, sehr gut so weglesen. Mir hat es gut gefallen. Ja, also habe ich auch schon davor gestanden. Ich weiß jetzt, bin mir gerade überhaupt nicht sicher, ob ich den auch mitgenommen hatte. Aber allein eine Besprechung schon dazu fand ich halt sehr interessant. Also das ist eine interessante Herangehensweise. Und gut, Capullo geht sowieso immer. Ja, von daher. Ja, er ist hier nicht so verspielt, wie wir ihn schon erlebt hatten. Ein bisschen weniger, ja, sollte man Cartoon nicht sagen. Nee, aber handfeste Illustration. Also, ja, sieht für mich top aus und hatte ich wirklich Spaß an dem Band. Also ich mag ja solche Gedankenspiele auch. Natürlich unwillkürlich fragt man sich, was wäre so, wenn das einem selber so passieren würde halt, ne? Ja. Dafür war es wirklich gut. Ja, also es ist natürlich wie immer bei Millar, ist nicht immer alles sinnvoll zusammengewoben und nicht immer alles hundertprozentig alle roten Fäden zu Ende verfolgt. Aber für mich muss das auch nicht gaben. Ich würde ein bisschen unterhalten werden mit dem Band und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und so ein Gedankenspiel, wie es da drin ist, in der Art und Weise hatte ich bislang noch nicht gesehen. Ne? Okay. Kann man auf jeden Fall mal machen. Sehr gut. Weil du vorhin gerade sagtest, Masters of the Universe, ein kleiner TV-Tipp in Anführungszeichen, weil nicht jeder Netflix hat. Wie war das bei dir? Hast du Netflix oder nicht? Nee, ich habe Amazon Prime. Es gibt eine neue Serie, wie viele Teile? 6 Teile, glaube ich. Oder 5? Ich weiß es jetzt nicht genau. Eine Miniserie, aber eine Doku-Serie über die Spielzeuge unserer Jugend. The Toys That Made Us oder so. Also, ja. Ist eine Empfehlung. Also kann man sich mal angucken. Jede Folge beschäftigt sich natürlich mit einem anderen Spielzeugphänomen. Ja? Also ganz klar, mit dabei sind die Masters of the Universe auf jeden Fall oder auch die Star Wars Spielzeuge und so weiter und so fort. Natürlich auch Barbie als
Kontrast auch für die Mädchen, ne? Also als Mädchenspielzeug damals eingeführt wurde. Und ja, doch sehr interessant und kann man sich gerne mal angucken. Gut. Das nur als kleiner TV-Tipp. Sehr gut. Ja. Hast du auch noch was gelesen oder hast du? Ich habe auch noch was gelesen, ja. Mache ich doch mal die Mickey-Maus-Reihe komplett. Also das sind dann, wie gesagt, die drei Bände, die bis jetzt erschienen sind. Es war auch noch einer angekündigt, aber der ist bisher noch nicht erschienen. Ich weiß auch gar nicht, wann genau der jetzt kommt. Aber jetzt habe ich nun mal mit der Reihe angefangen und werde sie auch weitersammeln. Zumal auch schon wieder ein weiterer Band angekündigt war. Und der sieht ebenfalls wieder sehr interessant aus. Geht wieder ganz anders ran, aber ja, mal schauen. Aber kommen wir erstmal zu dem letzten bislang erschienenen Band in Deutschland. Und zwar ist das Mickey Maus von Régis Loisel, bekannter Name, der sich dann nennt Café Zombo. Und hier erleben wir jetzt wieder einen Mickey Maus, der sehr, sehr derb daherkommt zum Teil, weil die ganze Aufmachung sehr an irgendwie an alte Bud Spencer-Filme erinnert, weil man sich irgendwie permanent durch die Gegend prügelt. Minnie Maus und Clarabella die Kuh zum Beispiel haben hier auch relativ wichtige Rollen mit dabei, Nebenrollen. Rudi Ross ist noch dabei als Sidekick, diesmal mehr oder weniger, also nicht wie sonst normalerweise Goofies. Goofy hat auch einen Auftritt, aber Rudi Ross ist hier der Sidekick, der ja tatsächlich früher der erste Sidekick war, also von daher passt das. Diese ganzen Bände haben ja, wie gesagt, den Bezug auf die alten Cartoons und so ist es hier auch angelegt. Man findet in den einzelnen Panels und in der kompletten Geschichte immer wieder Referenzen auf alte Cartoons von Mickey Mouse. Und die Story ist im Grunde die, dass wir befinden uns in der Wirtschaftskrise. Mickey und Rudi suchen die ganze Zeit nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wollen es als Schrauber probieren, werden aber ständig abgelehnt. Und um der Situation ein bisschen zu entkommen, sagt man sich, okay, dann lasst uns doch irgendwie in den Urlaub fahren. Was brauchen wir dazu? Einfach nur den Wohnwagen, den wir eh schon haben. Und wir fahren an den See von Donald Duck zum Beispiel. Da können wir dann mehr oder weniger kostenfrei unseren Urlaub verbringen. Und in dieser Zwischenzeit wird mehr oder weniger das komplette Viertel von Minnie Maus und Clarabella Kuh leergeräumt. Die Leute werden mysteriöserweise eingespannt, um dort Arbeiten zu verrichten. Und das Ziel ist es, das komplette Gebiet abzureißen und einen Golfplatz draus zu machen. Das ist so die Hintergrundgeschichte. Es tritt ein, ich sage jetzt mal, ein Industrieller auf, der so ein Walross, an Walross erinnert irgendwie. Nee, Quatsch, ein Nilpferd. Rockfüllern nennt er sich jetzt hier. Und dessen Handlanger sind natürlich Kader Carlo und Silvester, wie heißt der auf Deutsch? Balduin Beutelschneider. Kannte ich jetzt auch noch nicht so wirklich, aber scheint wohl auch schon ein älterer Charakter zu sein. Und Clarabella und Minnie Maus bangen nun halt um ihre Häuser. Sie haben da ein Schreiben vorgefunden, als sie nun zurückkehren, dass dieses zwangs geräumt werden soll, ja, dass die Häuser zwangsgeräumt werden soll aufgrund dieses Golfplatzes. Ja, und Mickey und Rudi überlegen nun gemeinsam mit den Damen zusammen, was man tun könnte, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Und wie gesagt, dann spielen halt noch die ehemaligen Mitbewohner aus diesem Viertel eine Rolle, die dann sich wie Zombies durch die Straßen bewegen, an der Kaffeemühle drehend, werden sie praktisch von diesem Duft des Kaffees in willenlose Geschöpfe verwandelt. Deswegen auch Café Zombo.
das ist so der Hintergrund der ganzen Geschichte und natürlich werde ich den Ausgang jetzt hier nicht verraten, aber ja, es ist ein sehr, sehr witzig anmutendes Comicfest, sage ich jetzt mal. Also die Zeichnungen sind natürlich auch sehr in, oder die Panels sind sehr in Stripform ansortiert. Und wie gesagt, es geht zuweilen recht brutal zu, weil sie ständig irgendwie geschlagen wird. ja. Wer die klassischen Cartoons von Mickey Mouse mag, die ja deutlich anarchistischer waren, da ist wieder Zugreifen angesagt. Also der hat sehr viel Spaß gemacht. Okay, den darfst du dann doch mal hier lassen. Ja. Ich finde, der Zeichenstil von ihm passt auch super. Also der hat die Figuren sehr gut umgesetzt, sehr dynamisch dargestellt und ja, macht sehr schön Spaß. Nee, sieht sehr schön aus, optisch. Auch der Band wieder hochwertig gemacht. Ist auch in so einem sehr breiten, damit diesmal im Querformat, ja, ja. Genau. Ja. Ist natürlich, hui, wenn ich da drauf gucke, 30 teuer. Euro, mein lieber Biber. Die kosten halt alle 30 Euro, aber gut, ich meine, jetzt habe ich einmal damit angefangen, jetzt werde ich wahrscheinlich dann auch jedes Mal einen sauren Apfel beißen, ja. Die haben ja auch alle was für sich, also ich meine, die finde ich schon sehr gut, ja. Du hast ja, ich meine, kein Rind, kein Kind, was soll, da kannst du ja auch ein paar Comics kaufen, ne? Grüße an Andy. Ein paar sind gut, und das alles momentan, dem geht's auch so. Nein, ist immer so schön, wenn ihr das alles hört, aktuell sehr, sehr interessant, weil, wie gesagt, der Dirk Kinder hat und der Andi halt nicht, und das ist immer sehr schön, diese unterschiedlichen Herangehensweisen dann zu sehen. Ja, ist sehr, sehr, sehr interessant. Gefällt mir gut. Ja. Ja, also den lässt du mal hier und den gucke ich mal durch, weil gerade dieses etwas derbere, das spricht mich optisch deutlich mehr an und ist doch für mich mehr auch am erwachsenen Publikum orientiert als der andere. Ja. Schön. Nee, hast du gut investiert. Mhm. Ne? Ja. Was sich auch an Erwachsene richtet, ist All-Star Batman Nummer 2. Oh. Oder du lachst. Naja, nicht nur an Erwachsene, also das Batman ist natürlich immer All-Ages. Ich wollte gerade sagen. Aber natürlich gibt es da Einschränkungen. Also nicht jeder Batman-Band ist natürlich auch für Kinder. Ja, das stimmt schon. Ich hatte mir ja den ersten Band letztes Mal geholt, nicht wegen Snyder. Also Snyder mag ich manchmal finde ich es aber furchtbar, sondern weil den Romita Jr. gezeichnet hat, was ich eigentlich immer mitnehme. Dieses Mal ist das explizit nicht der Fall, sondern ist wieder alles von Snyder geschrieben, aber von der ganzen Latte von Zeichnern quasi wechselt fast jedes Heft. Das Ganze, Kamonkoli, Franka Villa, Jock, wer mir nichts gesagt hat, Tula Lote und natürlich zum Schluss noch Declan Shelvey. Auch wieder einige bekanntere Namen dabei, die man auch aus der Heftserie zum Beispiel oder von anderen Superhelden-Sachen. Ganz kurze Zwischenfrage, weil ich das Konzept nicht so ganz verstanden habe. Also es gab ja die alte All-Star-Batman-Reihe, die war ja in einem separaten Universum angesiedelt. Also das war ja, ich sage jetzt mal, vergleichbar, jetzt natürlich nicht hundertprozentig, weil deutlich härter, mit Erde-1-Batman oder sowas. Ja. Also es hat ja ein extra Universum gespielt. Spielt das denn jetzt in der, oder kann das in der normalen Continuity spielen? Das könnte in der normalen Continuity spielen. Okay. Da ist ja auch sein neuer gelb behelmter Sidekick ist ja auch dabei, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der nicht Robin heißt, aber Bat-Signal oder sowas. Ne? Signal, oder genau, Signal oder Signal, wie auch immer, ist mit dabei. Also ich würde schon sagen, dass ich das als Kontinuität, sofern man bei DC Comics davon sprechen kann, bezeichnen würde. Mhm. Ja, er trifft in diesem Band wieder alle möglichen Schurken. Also es ist fast so ein bisschen wie der Schurke des Monats. Okay. Es hat noch ein bisschen Anleihen an die letzte Story. Mhm. In der ersten Episode zum Beispiel trifft er auf Mr. Freeze und der will so einen urzeitlichen Bacillus aus der Antarktis bergen und dann auf die Menschheit loslassen. Ne? Mhm. Er mag ja Menschen nicht so unbedingt, ne? Ihm ist es ja, wenn alles erfriert, ist ihm ja sehr recht. Mhm. Und Bruce versucht das natürlich dann zu verhindern.
Schafft es nicht so ganz und dann muss er dann tatsächlich sich auf die Hilfe vom Poison Ivy dann verlassen. Das ist ja auch eine sehr ambivalente Beziehung, die er zu ihr hat. Mal arbeiten sie zusammen, mal will sie ihn komplett töten. Also zwischenzeitlich war sie auch schon tot. Haben wir jetzt auch schon wieder überwunden. Ne? Geht ja immer schnell im Superhelden-Universum. Mir war das Ganze ein bisschen zu verworren. Das ist natürlich ein Problem, was ich immer mit Snyder habe, dass er mir zu viele offene Enden irgendwie hat, die dann irgendwann 5 Hefte später zusammengesetzt werden möchten. Und ja, also die finale Antwort, wer jetzt der große Schurke ist, der hinter allem steckt, was da so zusammengeführt wird, bleibt der Band schuldig. Es gibt ja noch einen Band 3 dann. Vielleicht bin ich dann hinterher besser gestimmt als jetzt, aber ich mag dieses Snyder-mäßige, ja, du stocherst im Dunkeln und da so ein bisschen und da so ein bisschen, das weiß ich nicht. Also Snyder wird von vielen verehrt, bei mir ist es halt nicht so. Bei mir ist es immer so ein bisschen zu verworren und ja, was mir hingegen dann wieder gut gefallen hat, sie haben hier diese, also seine neue Nebenfigur Signal? Also Duke Thomas jedenfalls, haben sie hier die Nebengeschichten zusammengefasst, die in den Heften erschienen sind und die sind dann ein Stück erschienen, sodass du das gut und sinnvoll nachvollziehen kannst. Das brauche ich jetzt halt, ne? Jetzt in unserem Alter ist es ja, oder in meinem Alter, bist du ja noch ein junger Spund. Ne? Naja. Ja, und da ist das ganz wertvoll und da habe ich dann endlich mal ein bisschen mehr über den erfahren und ein bisschen mehr Bezug gehabt. Natürlich, ich hätte natürlich vorher schon einiges lesen können zu dem Thema, was ich aber nicht getan habe und so kommt es einem natürlich dann nochmal näher, ja? Ja, also nicht unbedingt Empfehlung für jeden, aber ich denke, wer Scott Snyder mag, dem wird das Ganze natürlich auch so gefallen. Soll ich weitermachen? Wie viele hast du denn noch? 2? Ich habe 1 noch. 1 noch? Ja, das andere wollte ich hätte theoretisch noch 2 und Star Wars, aber Star Wars können wir vielleicht generell was machen, falls du den Film gesehen hast. Ja. Können wir hinten anhängen. Jo, was habe ich denn noch gelesen? Eine Serie auch aus dem Albenprogramm von Panini. Also ihr merkt, in letzter Zeit habe ich weniger Superhelden, mehr Alben. Gerade jetzt von Panini hat kann ich bestätigen. Einige interessante ich raus. Ich habe aber auch tatsächlich mal wieder Comic Plus und ähnliche Sachen gelesen. Und eine Serie davon ist Tag X mit dem Titel Die Republik der Sklaven. Und zwar geht es darum, steht schon auf dem Cover, 58 vor Christus, Spartacus und seine Freiheitskämpfer fordern die römischen Legionen heraus. Spartacus war, wie wir ja alle wissen, ein Gladiator. Also er hat bei den Römern im Kolosseum zum Beispiel gekämpft. Und der Steffen kennt das noch aus dem Osten. Da ging es nämlich nicht zur Olympiade, ging es auch zur Spartakiade. Ne? Ah, war die Spartakiade, weil Spartacus, man kennt das aus Filmen oder vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, gab es dann einen Aufstand und er hat diesen Sklavenaufstand nicht nur von Kämpfern angeführt, sondern auch von den ganz normalen Sklaven und das Ganze wurde dann niedergeschlagen. So wie bei Gladiator. Und zwar ist es so gewesen, dass dann im Jahre 71 vor Christus wurde er verjagt von dem Römer Crassus. Oder sollte, ist es in diesem Band zumindest so. Weil die Geschichte, kennst du den Film? Ich habe den als Kind, glaube ich, irgendwann mal gesehen, aber haben die euch den gar nicht beigebracht bei den jungen Pionieren? Ja, doch, eben doch, aber irgendwie ist da nicht viel hängen geblieben von. Ich weiß das. Kirk Douglas nicht, sondern sein Vater, wie heißt er? Michael Douglas. Nee, Michael Douglas ist der Sohn von Kirk Douglas. Oh. Ja. Wurde, glaube ich, auch mehrfach verfilmt. Ich habe den auch als einen der großen Sandalenfilme irgendwann mal gesehen. Ne? Und hier ist es jetzt so, was wäre denn passiert, wenn er nicht die entscheidende Schlacht verloren hätte, sondern hätte quasi die Römer in die Knie gezwungen.
Ne? Mhm. Und das Ganze wird hier sehr hübsch umgesetzt von Damien, so der Zeichner, hat mir jetzt nichts gesagt, aber wir haben hier einen komplett anderen Zeichenstil, als wir in den anderen Tag X-Bänden das vorher hatten. Batman, oder nicht? Damien, ja. Erinnert, passt sehr, sehr gut zu diesem Sandalen-Film-Setting. Mhm. Und hier geht es auch ordentlich zur Sache. Also da rollen auch gerne mal Köpfe. Ne? Das ist da ganz normal. Oder werden aufgespießt. Es gibt diverse Foltermethoden, die man so generell anwenden kann. Bisschen wie bei Alice im Wunderland. Ja, so ähnlich ist das. Der Hutmacher mischt sich ein ab mit seinem Kopf. Mhm. Ja, und so ist es auch hier. Mhm. Und zwar ist es so, dass sich der gute Spartacus dann auf Sizilien rettet mit seiner Armee und dann gründen sie nämlich eine Republik. Und zwar eine Republik, die von den Sklaven, ehemaligen Sklaven, geführt wird. Und jeder Römer, der da andocken möchte an dieser Insel, wird natürlich abgemeuchelt. Ja, mhm. Also entweder ist man für sie oder gegen sie. Mhm. Aber es gibt dann noch einige Intrigen, die das Ganze natürlich wieder in den normalen Geschichtsverlauf, wie wir ihn kennen, angleichen möchten. Es ist was ganz anderes als die Bände, die ich vorher aus der Reihe vorgestellt hatte. Mhm. Und ich denke, für viele ist es hier in dem Zusammenhang auch schwierig, den Unterschied zur normalen Historie jetzt zu sehen. Ne? Mhm. Weil das ist auch so ein Geschichtsfleck, wo nicht jeder genau Bescheid weiß, wann wurde der von wem angegriffen und wie hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und also ich sag mal, manchen würdest du diese Episode vorlegen und würdest sagen, ja, genauso ist es passiert. Mhm. Und er würde den Unterschied nicht merken. Ja? Das war ja schon mal das Problem bei der alternativen Geschichtsschreibung von den Kennedys, wo es noch ein Nouveau France gab. Also die französischen Kolonien in Amerika hatten sich weiterentwickelt. Ja, und auch da weiß man jetzt als Deutscher, weißt du jetzt nicht genau, welche Staaten waren denn jetzt tatsächlich, waren französische Teile und wann sind die weggekommen. Mhm. Und ähnliches ist hier auch bei Spartacus. Beim Spartacus. Und man muss das Genre mögen, man muss diese römischen Dinge mögen, ja. um das Ganze wirklich nachvollziehen zu können. Aber ich fand es sehr, sehr gut. Mhm. Ja? Wäre das was jetzt optisch für dich? Ja, wenn du das so, sieht schon mal ja, gar nicht so sehr, sehr realistisch gehalten. Aber auch so immer so ein bisschen Sepia-lastig, wie man das aus den alten Sandalenfällen auch kennt. Wenn er mich hier erinnert, irgendwie. Ja, also nicht schlecht. Relativ oft realistische Gesichtsausdrücke mit drin von irgendwelchen Schauspielern oder so. Also so macht zumindest den Eindruck, dass er da ein paar Vorlagen hatte. Ja. Wie gesagt, ich kann halt jetzt nicht ohne Wikipedia anzumachen feststellen, wo genau endet jetzt die normale Historie bei anderen Sachen war das ein bisschen einfacher. Deutlicher, halt, ne? Ja. Mhm. Dem Vorgängerband, den ich auch nicht gelesen habe, den habe ich jetzt auch nochmal bestellt, geht es ja darum, was wäre, wenn die Titanic nicht gesunken wäre. Ah, ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da weiß ja jeder, wann der Punkt ist, wo jetzt irgendwas anderes passiert. Ne? Genau. Also sie wird wahrscheinlich den Eisberg verpassen und dann wird irgendwas anderes passieren. Der Eisberg schmilzt einfach weg. Ja, oder wird mit Salz weggestreut oder wie auch immer. Hier ist das jetzt ein bisschen schwierig, aber wer gerne dieses Sandalen-Genre mag, historische Schlachten, dem wird das auf jeden Fall Spaß machen, weil es sieht auch echt hübsch aus. Mhm. Und wie gesagt, jetzt mit neuen Zeichnern mal sehen, wie sich das Ganze anlässt und bin auch gespannt auf die Reaktionen, die sonst noch dazu kommen werden. Hm. Ich habe ja quasi schon so meine Comics des Jahres vorgestellt. Das eine war, wie gesagt, der erste Mickey Mouse Band. Das zweite war der große böse Fuchs. Den fand ich sehr, sehr gut. Und jetzt komme ich nochmal zu einem Band, der hat es dann tatsächlich geschafft, mein Comic des Jahres zu werden. Das ist nämlich die Adoption, Band 1, Kinaya. Geschrieben und gezeichnet, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wer was gemacht hat, ist das Ganze von Citru und Monin, wie wird das aussprechen, französisch, den zweiten Namen.
und Monod und erschien im Splitter Verlag und das Ganze geht damit los, dass wir ein französisches älteres Ehepaar sehen in Peru, weit weg, passiert etwas und zwar gibt es da ein Erdbeben und natürlich, wie das immer so ist, wenn man die Nachrichtenlage mitbekommt von weit weg, ja, denkt man da drüber nach, aber so richtig berühren tut es einen nicht, weil es ist ja weit genug weg, so mehr oder weniger. Und wiederum der Sohn dieses Paares und seine Frau, beide sind so im mittleren Alter, also 40, Mitte 40, beschließen, eine Waise aus diesem Gebiet, aus Peru, zu adoptieren, die beide Eltern verloren hat. Auf dem Cover sieht man schon das kleine Mädchen, also die Kinaya, und den Großvater praktisch, also den Adoptivgroßvater. Und man sieht schon oder man ahnt schon, worauf es hinausläuft. Also es geht im Grunde um die Beziehung dieser beiden. Der Großvater selbst hat die Erziehung seiner eigenen Kinder kaum mitbekommen, weil er sehr viel arbeiten musste, um halt die Familie zu ernähren. So klassisches Prinzip, ne? Die Mutter hat sich praktisch um die Kinder gekümmert. Der Vater war den ganzen Tag am Schuften und am Tun, damit die Kinder, damit er die Familie ernähren kann. Er war selbst Fleischermeister, meine ich. Oder Schlachter sogar, ja. Genau. Und jetzt lässt ihn natürlich, wie man das erwarten würde, auch das adoptierte Kind erstmal mehr oder weniger kalt. Interessiert ihn nicht so wirklich und naja, ist halt da, aber ja. Und eines Tages wird er dann halt mehr oder weniger dazu verdonnert an einem Brückentag, wo alle anderen arbeiten müssen oder auch seine Frau irgendwie eine andere was anderes hat, wird er halt dazu verdonnert, sich um die Kleine zu kümmern. Und er trifft sich immer mit seinen Schulfreunden auf so einem Sportplatz und dort machen sie so sportliche Übungen und gehen anschließend nochmal in ein Lokal was essen. Das ist deren Tradition und dahin nimmt er halt die Kleine mit und die anderen beiden älteren Herrschaften schließen sich auch gleich so ein bisschen ins Herz. Und er spielt halt immer noch den rauen Rüpel. Natürlich erinnert das Ganze sehr an der alte Mann und das Kind oder an. Der alte Mann und das Kind. Ja, wie hieß das denn? Doch, gab's doch, ne? Und Almöhi und Heidi. Der alte Mann und das Meer meinst du wahrscheinlich. Nee, aber es gab doch auch sowas wie. Weiß ich jetzt nicht. Der kleine Lord. Der kleine Lord, war das auch so ähnlich? Ja, geht es ja auch um so einen älteren Herrn, der dann mit dem Nachwuchs zurechtkommt. Heidi hatte ich sofort die Assoziation, ja, genau, als ich es gesehen hatte, ja. Ne, wie die an dem alten großen Herrn hochguckt. Genau. So, und natürlich ist es auch so, dass, da frage ich auch nicht zu viel, dass er natürlich immer weicher wird und auf das Kind sich einlässt immer mehr. Und was tatsächlich so ein bisschen langweilig klingt, weil man die Geschichte irgendwie schon kennt, ist es aber in dem Fall überhaupt nicht, weil hier mit sehr viel Situationskomik und Humor gespielt wird nebenher. Macht einfach Spaß, das bis dahin zu lesen. Und tatsächlich passiert am Ende noch ein mordsmäßiger Twist, den werde ich natürlich an der Stelle überhaupt nicht verraten. Bietet aber den Cliffhanger für den zweiten Teil, der das Ganze dann noch abschließt. Also es ist wunderbar gemacht, es ist ein wunderbares Comic und ich bin ja manchmal ein sehr großer Film-Emotionaler. Und bei Comics hatte ich das schon lange nicht mehr und da hatte ich tatsächlich wieder mal eine Träne im Auge, tatsächlich am Ende. Also es ist ein wunderbarer Comic mit wunderschönen Zeichnungen und macht einfach tierisch Spaß. Spielt mit den Gefühlen, mit den Emotionen und ja, ganz großer Tipp. Ist tatsächlich mein Lieblingscomic des letzten Jahres geworden. Ehrlich? Ja. Da bin ich ja. Dann darfst du ihn auch mal hier lassen. Mhm. Das ist gut. Ne, sollst ja nicht so viel tragen. Ne?
Ich sehe gerade, der Autor hat auch Percy Pickwick bereits mal geschrieben und She bei Splitter, was mir jetzt nichts sagt. Ja, hatte ich auch schon mal, irgendjemand hat aus Twitter es empfohlen, hatte ich mir auch schon mal gedacht, das könnte der Steffen ja mal kaufen, damit ich es lesen kann. Mhm. Ne? Du müsstest bald mal die neuen Bände von den alten Knackern kaufen, damit ich das weiter hast. Ja, ja, ne? Aber die müsste ich mal erstmal lesen und dann kann ich dir die gerne mal mitbringen. Das wäre sehr wichtig, dass du das mal voran. Ja, das wäre dann eins der nächsten, ja. Genau. Nee, sehr also schön. So ein bisschen in die Stilrichtung ging das ja auch, wobei das von der Story nochmal was ganz anderes ist. Also, und es ist echt herzerwärmend. Es spielt wirklich mit den Gefühlen. Es hat eine traurige Ausgangssituation, die man aber, wie gesagt, halt so ein bisschen durch den Blickwinkel von einer Familie hier halt sieht. Man ist nicht so nah dran und so weiter und so fort. Aber dann spielt halt das ganze Thema plötzlich eben durch die Adoption halt doch eine große Rolle und das wird mit sehr viel Situationskomik unterfüttert und mit viel Humor auch und macht wirklich Spaß zu lesen und wie gesagt am Ende dann halt im allerletzten Akt dann noch so ein richtiger Twist drin und ja, das macht also richtig Spaß und da freue ich mich auf den zweiten Band, wie gesagt, und das ist ja dann auch der finale Band schon. Also in zwei Bänden abgeschlossen. Perfekter geht's nicht, ne? Sehr schön. Ich freue mich drauf. Also da. Ja, ich freue mich jetzt auch auf Band 2 und Splitter wollte es wohl sogar als Double bringen. Hat sich der Autor dagegen ausgesprochen. Wollte er nicht. Mhm. Er wollte, dass das in zwei Bänden kommt, eben wegen dieses Cliffhangers. Mhm. Okay. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ja. Dann kauf den bitte rechtzeitig nach, dass ich den lesen kann. Ja, ja. Der kommt im Mai, glaube ich. Im Mai erst? Okay. Ja. Da wären wir eigentlich mit dem offiziellen Programm, was wir so gelesen haben, durch. Außer, ich möchte eine hübsche kleine Überleitung. Ich habe ja Star Wars im Abo. Krieg also im hübschen Abstand immer die Star Wars Comics zugesendet, die bei Panini Comics erscheinen. Wir hatten quasi bis, Moment, muss ich mal spicken. Wir hatten bis nur, weil ich kann ja hier, ne? Der macht mich fertig. Hast du es? Ja, ich hab das. Dann kann ich auch ausmachen. Ja, das ist, ja. Wir hatten bis Juli hatten wir Star Wars Comics, die natürlich neu waren, aber die sich mit alten Inhalten beschäftigt haben, in denen Luke Skywalker, Leia und Han Solo zusammengearbeitet haben, was aus aktuellen Gründen nicht mehr so wahrscheinlich ist. Mit Der letzte Flug der Harbinger wurde das umgesetzt und danach ging es wieder ein bisschen weiter mit alten Episoden zu Darth Vader. Und zwar hieß das Zeit der Entscheidung, wo Darth Vader ja sich so eine Pseudo-Archäologin quasi als Sidekick gesucht hat, die Aufträge dann teilweise für ihn erledigen musste, aber dann auch noch kämpfen musste innerhalb des Imperiums gegen Konkurrenten. Also wir wissen ja, der oberste Chef war der Imperator und Darth Vader war jetzt nicht von Anfang an die große Nummer, sondern es gab natürlich innerhalb des Imperiums auch Leute, gegen die er sich durchsetzen musste. Ah, ja. Und davon handelt das. Das war relativ interessant. Da gab es ja auch die bösartige Version von R2-D2 und 3PO. Mhm. Ja, die gab es dann nochmal im Böse und die haben da gut zugeschlagen in diesem ganzen Universum. Und jetzt passend zum Film gab es in den letzten 2-3 Monaten gab es Anleihen zum Film. Und zwar haben sie nicht den Comic zum Film gebracht, das wäre ein bisschen einfallslos, sondern sie haben in der Heftserie quasi Specials gebracht zu Captain Phasma. Mhm. Ne, wir wissen ja, das ist die weibliche Stormtrooperin mit der seltsamen Waffe und dem Umhang und sehr auffällig. Und da habe ich dann schon überlegt, gibt es da so ein bisschen, was mir ein bisschen was mehr zu ihr verrät. Dann haben sie sehr, sehr geschickt umschifft, dass diese Episoden da leider
nichts mehr dazu. Also es sind Episoden mit ihr, aber jetzt über eine Herkunft oder vielleicht hätte ich mir auch gerne mal das Gesicht abgeguckt. Das ist dann in diesen Heften leider nicht der Fall gewesen. Also es gibt dann, wo sie undercover arbeiten, sind quasi auf einem anderen Planeten, sie und eine Pilotin, und sie sagen, ja, hier ist jetzt schwierig, als erste Ordnung unterwegs zu sein. Wir verkleiden uns jetzt mal. Ja, das schaffen sie auch, aber sie zieht sich auch wieder einen Vollhelm an. Ja. Anderen. Also es wird nicht gelüftet, wie sie dann final, wir wissen natürlich, wer die Schauspielerin ist. Wir hoffen schon, dass es ab und an mal entlüftet wird auch. Ja, das auf jeden Fall, wenn die zwei Mädels unterwegs sind, aber das wird schon passieren, aber es ist da nicht so gewesen, dass da mehr Hintergründe kamen, und da wäre mir jetzt an dem Punkt, wo wir vielleicht mal anfangen, ein bisschen über Star Wars Episode 8 zu reden. Mhm. Denn es ist was Wunderliches passiert. Wir haben den beide schon gesehen. Ich bin ja eher so der das irgendwann 2 Jahre später sieht oder so. Aber bei Star Wars ist tatsächlich momentan das Einzige, wofür ich noch ins Kino gehe. Mhm. In Episode 8 war ich jetzt zwischen den Jahren mal da. Ja. Hat mich wieder dran erinnert, warum ich kein Kino so richtig abfeiern kann. Halt so warten, halbe Stunde Werbung gucken, Menschen, Leute, die Zeug fressen. Mhm. Mag ich alles nicht. Star Wars mag ich natürlich, sonst hätte ich mir das Ganze nicht angeguckt. Also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, Wir werden uns jetzt ausgiebig darüber unterhalten. Und wenn ihr den noch sehen wollt, spoilern. Ja, das wird sich, ab einem gewissen Punkt wird es sich nicht vermeiden lassen. Ne? Okay. Und deswegen wäre das jetzt, wie der Peter Lustig gesagt hat, Zeit zum Abschalten. Es sei denn, ihr möchtet, ihr habt ihn schon gesehen oder ihr möchtet auch gespoilert werden. Halt, ja. Ne? Ja. Wie hat es dir gefallen? Es ist ja mal so, dass ich, bevor ich den Star Wars Film sehe, versuche da überhaupt nichts zu lesen, so gut es geht. So ganz unvermeidlich ist es aber nicht, da ich halt sehr viele Newsquellen abonniert habe über einen Feed. Und da gab es halt schon relativ gemischte Stimmungen. Wir finden es ganz toll, bis wir finden es gar nicht so toll. Davon habe ich mich aber nicht beeinflussen lassen, habe es zumindest versucht. Und ich muss sagen, also der Film hat mir jetzt nicht so gut gefallen wie die Episode 7 davor, aber er hat mir auch nicht schlecht gefallen. Also es war jetzt, an einigen Stellen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, etwas zu übertrieben komisch. Ich weiß nicht, wo man da genau hin wollte. Also war jetzt nur so mein Gefühl. Aber prinzipiell muss ich sagen, alles in allem, um jetzt mal so vorrangiges Feedback zu geben, war es sehr unterhaltsam. Ja, bei dir so? Was denkst du so ganz grob da erstmal? Ja, ich bin ja von Natur aus immer ein bisschen skeptisch, wenn Disney da jetzt so mit rumfuschelt. Mhm. War ich auch da am Anfang stark, aber auch ich sag, ich wurde eigentlich gut unterhalten. Es ist jetzt nicht so, dass ich komplett in Begeisterung ausgesprochen bin. Manchmal habe ich auch so, hat so ein bisschen so geknirscht, auch bei diesen mega lustigen Episoden, wobei man auch sagen muss, das gab es vorher bei Star Wars auch schon. Ja. Also ja, auch da waren manchmal komische Sachen. Ich meine, alles, was mit Wookies zu tun hat, ist ja meistens relativ komisch. An diese Tradition haben sich da auch gehalten. Das stimmt, ja. Ne? Auch ziemlich absurde Dinger mit dabei, also ja, die, zum die, Teil. Die, also klar, sie legen so immer sehr viel Wert jetzt auf Merchandising, weil sie wissen, das verkauft sich wie geschnitten Brot, und so sind auch diese Porks, also diese Vögel, die dann mal auftauchen, ne, hat Disney gesagt, wir wollen aber auch unsere eigenen Minimums haben, unsere Rabbits oder wie auch immer, wir wollen auch was Knuddeliges zum Verticken haben, wo du weißt, okay, da wird es jetzt 2 Millionen Kuscheltiere zu geben. Und aber im Prinzip haben sie das gemacht, was sie schon bei der Episode 7 gemacht haben. Sie haben geguckt, was hat in den anderen Episoden funktioniert. Mhm. Wir machen das so ähnlich, verkleben das ein bisschen anders, die Enden. Und das ist unser neuer Film. Und exakt das haben sie da gemacht. Wir haben diese Trainingsepisode mit Rey und Luke auf dem Planeten. Das ist jetzt halt nicht im Schlamm mit Yoda, sondern das ist jetzt auf diesem Planeten mit absonderlichen Kreaturen. Natürlich gibt es immer wo es einer frustriert. Es gibt Visionen, das hatten wir schon gesehen.
Oh ja. Wir haben ein Remake so ein bisschen, oder wir haben eine Anlehnung an die Schlacht von Hoth. Mhm. Bloß diesmal ist das salzige Hoth, mhm. ne? Sondern das Ganze findet nicht auf Eis statt, sondern auf dem Salzplaneten, was optisch natürlich sehr schön umgesetzt wurde. Und so sind halt viele Episoden da. Für mich wirkt es teilweise etwas bemüht, wie sie versuchen halt wirklich jeglichen Kritikpunkt aufzunehmen. Halt, ne? Also es ist ja immer diese alte Vorwurf, dass Star Wars früher so eine rein weiße Sache war, also sprich, dass hauptsächlich weißhäutige Menschen da eine Rolle spielen, was ich so mit Lando und sowas, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, also für mich war das niemals. Die Hauptrolle war es jetzt nicht, aber ja, okay. Er war ja trotzdem dabei. Wir haben jetzt diese Episode, wo Finn mit einer Asiatin, wahrscheinlich Chinesin, durch die Gegend läuft. Da haben sie gesagt, okay, uns fehlt jetzt offensichtlich eine Asiatin, nehmen dann das mal und verbinden das nochmal gleich. Und dann diese Episode hat jetzt mit Finn und der Asiatin, deren Namen ich jetzt vergessen hat, hatte jetzt nicht so für mich, also die hätte man auch weglassen können, theoretisch, aber ja. Es musste halt noch was gemacht werden in dem Bereich halt, ne? Ja. Auch da haben sie wieder diese Cantina-Bar-Atmosphäre diesmal auf dem Glücksspielplaneten umgesetzt und es ist halt alles, was man kennt und liebt und jetzt in ähnlichen Kontext zusammengebastelt. Ja, immer mit auf anderen Planeten, aber doch irgendwie kommt es einem dann doch bekannt vor. Also das vermittelt immer schon das Gefühl so, ja, okay, das kennt man so ähnlich schon, aber man hat jetzt halt nochmal eine neue Umgebung gesetzt, in einen anderen Kontext und mit anderen Charakteren, ja. Es zu verschiedenen Sachen hatte ich mir mehr Antworten erhofft. Ja. Zum Beispiel zu Captain Phasma hätte ich ein bisschen mehr gern gesehen. Allein zu Rey, also da war ich ein bisschen von der Antwort, die mir jetzt in dem Film gegeben wurde, etwas enttäuscht, wobei ich auch noch nicht glaube, dass das die endgültige Antwort ist. Also das ist es halt. Also auch ich. Aber in der Ursprungstrilogie war es, glaube ich, der zweite Teil, ne? wo der Hammer drin war, oder? Es kommt drauf an, was du als Hammer bezeichnest. Naja, ich bin dein Vater. Ja. Ich glaube, das war der zweite Teil, oder? War das der mittlere oder war das der dritte schon? Ich weiß es nicht genau. Der zweite war es, glaube ich. Oder? Ja, ich dachte auch. Aber ja. Snoke auch, da hätte man auch gedacht, kommt da noch irgendwas? Ja, also die haben den so als, ja, also in Episode 7 wurde ja nun so übergroß dargestellt, dass er das nicht sein wird. Das war damals schon irgendwie berechenbar, das ja. Aber was sie jetzt hier draus gemacht haben, fand ich ein bisschen zu wenig wiederum. Auch da stellt sich die Frage, war das das Ende? Ist es das Ende von Phasma? Ist es, also, ihr merkt, wir sind jetzt sehr krass im Spoiler, ist es das Ende von Snoke? Ja. Oder lassen wir das einfach so da stehen? Also ich fände es eigentlich sehr schade, weil das Figuren waren, die einen natürlich irgendwie interessiert haben. Also es hätte mich jetzt mehr interessiert als die asiatische Mechanikerin oder so, oder Finn, okay, weiß man jetzt auch nicht. Auch es gibt natürlich. Doch, Finn finde ich schon gerechtfertigt, weil er wurde halt in Episode 7 auch schon eingeführt und hat schon das Potenzial, zu einem Hauptcharakter zu werden, irgendwie auch teilweise, was er jetzt in dem Film aber gar nicht war. Also, ja. Es ist halt merkwürdig umgesetzt zum Teil. Es gibt die abstrusesten Theorien. Bekommt ein bisschen mehr Screentime wiederum dafür. Man lernt ihn ein bisschen besser kennen, dass er auch so ein bisschen der Rebell unter den Rebellen sein kann. Und es gibt gewisse Szenen wirklich in dem Film, wo ich auch gedacht habe, warum das jetzt so und nicht schon anders gelöst und vielleicht schon, also manchmal so der Zeitpunkt unglücklich gewählt irgendwie, auch die Szene relativ am Ende, wo dann halt die Oberbefehlshaberin, die jetzt nicht Leia war, eine Entscheidung trifft, das hätte man auch gut schon 10 Minuten vorher machen können oder so. Gut, die haben sich überlegt, wir müssen Schwarzen unterbringen, wir müssen Asiaten unterbringen, lass uns vielleicht auch noch Milf unterbringen und das haben sie da gemacht. Ja, also so richtig habe ich das auch nicht verstanden, warum die Technik noch nicht so weit ist, dass man einen Autopiloten hat. Ja, also ja. Wir können durch den Rät, Warps das machen. Auch, ja, also irgendwie ganz merkwürdig. Zum Teil echt fragwürdige Szenen drin, aber
trotzdem alles in allem ein gelungener Film, finde ja, ich. Also ich, es ist auf keinen Fall schlecht. Das, nee, nee. Es hat natürlich auch so ein bisschen, wo man so ein bisschen Kloß in den Hals kriegt, wenn man Lea dann agieren sieht. Ja, halt, ja, ne? Das ja, ist, ja. sind natürlich Gänsehautmomente und man wusste ja auch nicht, was passiert jetzt damit. Also ich hatte mich vorher noch gar nicht mit beschäftigt, wusste gar nicht, gibt es jetzt irgendwas CGI-mäßiges, das war es wohl nicht. Wo sie glücklicherweise Abstand vom CGI genommen haben, ist bei einer Figur, die wir zuletzt in CGI gesehen haben, und das ist Yoda. Ja. Denn, wie ich in Erfahrung brachte, Yoda war tatsächlich eine Puppe dann wieder. Hat man auch gesehen, finde ich. Dass, also, ja, aber hat das Gefühl vermittelt auch. Ja, also das... Ich meine, das war jetzt keine Action-Sequenz, die ja da jetzt groß... Nee, aber... Aber, ja... Fand ich auch sinnvoll über, eingesetzt. Sinnvoll eingesetzt. War auch in Teil 2 ursprünglich aufgetreten, Yoda, ne? Ja. Yoda? Die Trainingssequenz und so, das war ja alles Yoda Teil 2. Yoda ist Teil 1. Also Teil 4 quasi. Ja. Oder was meinst du jetzt, wo er ja, CGI ja. eingesetzt wurde? Nee, nee. Also in der ursprünglichen Trilogie. Das schon in 4. Echt? Beim Training, klar. Muss doch trainieren, oder? Ja, war das Teil 4 schon so extrem? Also ja, ich würde nicht darauf wetten. Also ihr merkt, wir sind sehr bewandert, weil was das Ganze betrifft. Also für mich ist das eher ein Zusammenspiel. Ich habe die damals nicht im Kino gesehen oder so. Hast du auf keinen Fall hast du die im Kino gesehen. Nee. Und für mich war das auch, ich habe die in einem Ruck dann irgendwann mal... Weil ich weiß auch noch, in der Prequel-Trilogie war er erst in Teil 2 zu sehen. Und ich meine es sogar in der Ursprungstrilogie auch. Deswegen, das wäre ja schon wieder ein Muster, ja? Dass er immer irgendwie in Teil 2 auftaucht. Ich muss gestehen, ich habe den ersten Star Wars habe ich auch erst als Buch gelesen. Das ja. gab es nämlich in der Bücherei, bevor ich in die Nähe kam, das auf einem Video sehen zu können. Und da gab es das Buch damals von George Lucas, das hat mir einen Eindruck davon vermittelt. Ja? Wir dürfen uns natürlich immer gerne verbessern. Ja, aber ich glaube, bei Star Wars wird auch jeder verbessert, weil ja. Das ist so umfangreich und ja. Ich sehe es halt ohne dem Aspekt, also ich mag die Filme sehr gerne und ich freue mich auch, wenn ein neuer Film rauskommt, aber ich bin jetzt nicht so der krasse Fan. Das war ich halt, dazu habe ich es dann zu spät entdeckt irgendwie auch. Ne? Ich glaube, dieses Mal bei Episode 8 ist der Hype auch gar nicht so groß. Nicht so groß gewesen, ne. Also der Aufschlag in den Medien war von mir gefühlt, ich will ja. wissen, was da passiert, aber das war, als Episode 7 rauskam, deutlich schlimmer. Überall ja. in den Nachrichten war irgendwas und was weiß natürlich ich, Mandarinen mit BB-8 und das war überall in den Medien und das hast du jetzt einfach nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass Disney mit dieser größeren, schnelleren Erscheinungsweise, auch mit den Spin-Offs, ne, Rogue One habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Muss ich mal warten, bis die DVD so 5 Euro kostet, dann werde ich auch kaufen. Ist eine Empfehlung trotzdem. Also ja, ich finde den. Aber ja. Ich habe nicht mehr das. Es ja. ist halt nicht, wo du jetzt 10 Jahre mal drauf gewartet hast, dass jetzt was Neues kommt, sondern du weißt, die Kuh wird jetzt gemolken, bis sie irgendwann umfällt. Also ja, ist ja jetzt Mai schon der nächste. Mai kommt schon der nächste, das ist dann der Han Solo ja. oder Solo Star Wars Story. Die Solo. Solo. Als ich erst gelesen habe, hier Solo als Film, ach, da wird auch nicht etwa dieser große Mäusekämpfer sein. Du weißt, das hatte ich ja mal in einer der allerersten Comic-Cookies-Episoden vorgestellt, diesen Band. Naja, egal. Wissen jetzt wahrscheinlich wieder gar nicht, keiner, wer was gemeint ist. Er erscheint jetzt wieder im Zack, der Solo. Der große, der Barbarenmäuserich. Ach ja, ich erinnere mich dumm. Ja. Aber nein, es ist eine Star Wars Story. Aber es ist halt nichts, wo du schon Ewigkeiten drauf warst. Also es wird eben. Bestimmt auch kein schlechter Film, denke ich mir. Ne? Das es ist halt, wenn es jetzt jedes Jahr ein gibt, mindestens. Ich weiß auch gar nicht, ob das der einzige ist dieses Jahr, aber ich vermute es fast. Aber trotzdem, also wenn es jetzt wirklich jedes Jahr irgendwas gibt, dann ist das halt auch schon fast ein bisschen Übersättigung. Ja. Eine der Nachrichten, die ja natürlich im Dunstkreis des Teil 8 jetzt kam, war gleich, dass der Regisseur Rian Johnson, oder wie heißt der? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls soll er eine eigene Trilogie nochmal bekommen, die wiederum losgelöst ist von den Skywalkers ja. irgendwie. Ja. Also genau, neue Trilogie ist angekündigt und auch da denke ich, ja, okay, so ein bisschen hätte der schon warten können. Halt, ja. ne? Also das, ja, ich, es, ja. ja. Also es ist so, ja, okay, aber es ist jetzt nicht
Ich war jetzt auch noch kein zweites Mal drin. Vielleicht passiert das noch. Er läuft ja noch. Aber ich habe jetzt auch nicht so den Drang dazu. Das hatte ich bei Episode 7 irgendwie mehr. Seltsamerweise. Ja, da war es, man wusste selbst noch nicht, was kommt. Selbst bei Rogue One. Diesmal wusstest du, in welche Richtung das zumindest geht. Hm. Kylo Ren, wie empfindest du die Figur? Hat sich weiterentwickelt in eine Richtung, wie ich es auch vermutet habe. Also so ein bisschen zumindest. Also er hat da doch höhere Ziele irgendwie, ne? Wobei das Wechselspiel ja immer noch da war. Also das heißt, man weiß nie genau, auf welche Seite geht er denn jetzt tatsächlich. Mhm. Damit wird er auch da wieder gespielt in Episode 8. Aber er hat nochmal so ein Motiv angedeutet, was er vorhat. Da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das weiter ausgebaut wird oder ob dann nochmal, ob das auch wieder nur ein Versuch war, Rey irgendwie von sich zu überzeugen und er dann doch gänzlich auf der dunklen Seite landet oder wie das dann gelöst wird, werden wir dann alles in Teil 9 sehen. Aber ja, so die Entwicklung von ihm fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Also ich fand schon, dass da so eine leichte Weiterentwicklung da war. Ja, ich bin mir bei ihm auch immer noch nicht, auch das würden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Episode sehen, wo das wirklich dann verschiedene Sachen zusammenlaufen und ob das sinnig ist. Was ich gut finde an dem Film, dass sie auch Mut haben, Menschen zu zeigen, die nicht pauschal gut aussehen. Ja. Also es gibt es ja in vielen Filmen, dass du das Gefühl hast, da sind nur Models unterwegs und Star Wars hat sich mit ihm jetzt wirklich mehr so ein, ja, also er ist ja jetzt auch nicht der krasse Kämpfer, wie die Vader das war oder wie Darth Maul das war oder andere, sondern er sieht halt auch so ein bisschen aus, als wenn er jetzt nicht trainiert wäre, wäre er in der Schule in den Schrank gesperrt worden. Naja, halt, ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass das mit Absicht gemacht ist, dass sie ihm ein menschliches aussehen lassen, eben weil sie mit dieser Hin- und Hergerissenheit immer noch spielen. Also das ist ja immer noch da. War jetzt auch in Episode 8 der Fall. Du hast erfahren, warum er überhaupt zur dunklen Seite gegangen ist. Ja, also die Motivation dahinter, die wurde aufgelöst, so mehr oder weniger. Aber dadurch, dass eben einige Charaktere, die wir erst in Episode 7 kennengelernt hat und auch noch nicht so richtig, oder? Wie zum Beispiel Supreme Leader Snoke, der als großes Mysterium irgendwie dargestellt wurde, irgendwie auch schon wieder, naja gut, Spoiler hast du ja schon gesagt, abgedankt sind, weiß man nicht so richtig, in welche Richtung da jetzt noch was kommt, aber naja, lassen wir uns mal überraschen, ob da nochmal ganz anderer Strippenzieher dahinter steht oder kann ich mir fast eigentlich nicht vorstellen, weil der müsste ja dann irgendwie schon mal zumindest vorgestellt sein, aber naja, schauen wir mal. Tja. Ja. Nee, also lässt mich eigentlich fast rätselhafter zurück als der Teil 7. Ja, es waren ein paar seltsame Dinge. Ja, weil in Teil 7 hat man natürlich viele Sachen aufgebrochen erstmal, hat neue Charaktere eingeführt, hat alte wiedergesehen und hat halt den Weg geebnet eigentlich zu eben dieser neuen Trilogie. Und dafür ist mir dann eigentlich in Episode 8 ein bisschen zu wenig passiert, würde ich eigentlich fast sagen, obwohl da ja dann doch einige Hammer noch gekommen sind, aber so richtig irgendwie, also ist. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr, dass sie wirklich Charakterköpfe da auch reingebracht haben. Selbst jetzt, was weiß ich, diese eine Tussi von Rebellen mit der Hakennase halt so. Das ist halt wirklich alles andere als eine klassische Schönheit, aber deren Gesicht merkst du dir. Ja, wenn du so einen Standardfilm aufmachst, so, da hast du 20 Blondchen, die da komplett gleich aussehen. Ne? Also ich bin mit Poe bin ich jetzt auch noch nicht sicher, ob ich den irgendwie interessant finde, weil für mich geht das jetzt auch nicht besonders in die Tiefe, wie er dargestellt wird. Nee, man hat es versucht.
aber man so wird ihn gelungen, ist, ja. Man wird ihn immer wieder kennen. Naja, das schon, ja. Doch, ne? Ja. Es ist jetzt kein neuer Wedge Tillis oder also sowas. Man hat schon versucht, ein bisschen mehr Profil zu geben, dadurch, dass er halt auch innerhalb der Rebellion so ein bisschen derjenige ist, der auch gerne mal Befehle missachtet. Aber der Rebelle innerhalb der Rebellion. Naja, genau. Ja. Und ja. Hm. Das ja, aber bei dem Film mir auch so ein bisschen noch so die Motivation. Oder ja gut, die Motivation ist halt was gegen Widerstand zu leisten, gegen das Imperium. Aber irgendwie, also so richtig zu greifen kriegt es den noch nicht. Also ja, schwierig. Ja. Ja, und die Trainingsszene mit Ray, ja, okay. Das war ja zu erwarten, hat man ja auch schon im Trailer gesehen, zum Teil. Ja. Ist halt auch die Frage, mit wer ist der Vater, ne? Mhm. Gibt's ja alle möglichen Vermutungen, auch da wieder, ist es tatsächlich nur, wie der Film das anspricht, irgendein unbekannter Farmer, ist es doch Luke oder ja, wieder was? Schrotthändler waren es, ne? Oder Schrottsammler. Ja, oder wirklich. Ich meine, sie wird ja auch so eingeführt im ersten Teil dieser Trilogie, in Teil 7, wird sie ja selber als Schrotthändler oder Schrottsammlerin eingeführt, aber gerade deswegen war es ja, also jeder hat ja da Vermutungen gehabt, bis also sehr abstrus zum Teil, wenn man das mal so nachliest. Und dafür wäre dann die Erklärung, wie sie jetzt da ist, irgendwie zu wenig, finde ich. Also, aber ich habe auch so manchmal das Gefühl, dass es sich vielleicht wirklich mehr auf Kylo Ren konzentrieren soll, der praktisch im Moment der bekannte Sprössling der Skywalkers ist. Ja. Ja. Ja, wir sind da schon sehr, sehr jetzt im spekulativen Teil, wo herkommen könnte. Und wir werden es erfahren, spätestens klar, in zwei Jahren. Brauchen wir jetzt an der Stelle auch gar nicht weiter spekulieren, aber manchmal hat man, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl oder den Wunsch gehabt, dass diese Fill-In-Stories, die da jetzt kommen, also Rogue One und auch Solo dann praktisch irgendwie da nochmal einen Hinweis hinterlassen vielleicht oder da irgendwie mit verknüpft sind. Aber die sind ja so Form. Weit in der Vergangenheit angesiedelt, ist schwierig. Ja. Ist jetzt, für mich war auch finale Frage, ist Luke jetzt halt wirklich weg? Mhm. Ne? Weil eigentlich, ich meine, du bist Disney, du weißt, die Leute mögen Luke, lässt du dann den komplett weg im nächsten Film? Also ich glaube, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Und man hat von, irgendwie habe ich schon von Teil 7 habe ich mal ein Interview zugesehen, was er davon gehalten hat. Also hält er mit seiner Meinung ja auch nicht so hinter Berg halt, ne? Ja, wobei also er sich so ja zum Teil schon wieder revidiert hat. Also er hat gesagt, er hat den Film jetzt nochmal fertig gesehen und findet es dann doch stimmig, was der Regisseur draus gemacht hat. Aber du weißt ja natürlich auch, du hast sie jetzt gesehen, so ein Jedi-Meister, auch wenn er weg ist, ist er nicht endgültig weg. Also Yoda haben wir jetzt auch wieder gesehen, in einer Geistform quasi. Und von daher kann ich mir, und er hat ja auch selber gezeigt, dass er das auch drauf hat, mit dieser Geistform, also von daher auch, als er noch gelebt hat sogar. Mhm. Ist jetzt wieder ein Spoiler, aber haben wir ja vorgemacht. Ja, wir wissen ja nicht, was bei, also ich sag mal, wer jetzt zuhört, hat den Film auch noch gesehen. Also wir haben lange genug davor gewarnt, da weiter zuzuhören. Ja. Also als er dann diese Projektion von sich selber da praktisch in den Kampf schickt, mehr oder weniger, das sehen wir ja, das funktioniert schon irgendwie. Ja, aber. Und wie gesagt, Jedi Meister ist nicht weg, wenn er weg ist. Also die Geistform bleibt ja bestehen durch die Macht irgendwie. Also von daher, mal schauen, was da noch kommt. Also, wenn sie ihn weglassen, dann müssten sie jetzt wirklich gucken, was sie machen da. Bei Leia bin ich dann halt tatsächlich gespannter, was sie da jetzt machen, weil sie hat ja jetzt hier offensichtlich überlebt. Mhm. Und
Was ich ja leider im echten Leben nicht hat. Also ja, die Familie hat wohl gesagt, dass sie nicht möchten, dass es eine CGI-Lehre genau. gibt. Ne? Ja. Fände ich auch sinnvoll. Also bei Rogue One, okay, da konnte man sich noch einigermaßen erklären. Achso, den hast du jetzt mal nicht gesehen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich dich nicht spoilern. Ne? Ja, aber, gut. Also da gibt es ja am Ende dann logisch, gibt es dann die Schnittstelle zu, also wer Rogue One noch nicht gesehen hat, auch jetzt weghören, der, und das noch sehen will, aber das ist über ein Jahr her, also bitte, Rogue One ist halt, ist ja dann, hat am Ende diese Schnittstelle zu Episode 4, ne, spielt ja genau zwischen 3 und 4 und da sieht man halt die junge Leia, die praktisch von einer Darstellerin zwar porträtiert wird, aber auf dem Gesicht dann halt CGI Original Leia hat. Von daher, gut, sie können ja altes Footage auch benutzen, wie sie es jetzt zum Beispiel in der so Luke-Überredungsszene benutzt haben mit 3PO, R2-D2. Mhm. Ne, diese Möglichkeit gibt es ja auch noch. Also ich bin schon gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Ja. Hoffen wir das Beste, aber es ist auch die Frage, mit welcher Erwartungshaltung setzt man sich jetzt da rein halt, ne? Also ich, wie gesagt, bin ja sehr Disney-kritisch in dem Zusammenhang und je länger der Film lief, umso mehr bin ich dann auch aufgetaut, dass ich gesagt habe, okay, ist jetzt doch nicht so scheiße, wie ich vielleicht prognostiziert hatte. Und gerade jetzt mit dem Porks oder so hatte ich schon überlegt, ja, hätte das jetzt sein müssen, aber exakt sowas gab es ja vorher auch. Ja, also gibt es ja immer wieder. Ja. Also die Sidekicks gibt es ja immer wieder. Oder die süßen Viecher. In der alten Trilogie waren es halt die Ewoks. In der Prequel-Trilogie gab es sowas ja auch. Also von daher, denke ich mal, ja. Damit muss man halt leben, das gehört halt mit dazu. Und gestört haben sie mich jetzt auch nicht. Also es hat für ein paar Schmunzler gesorgt und das finde ich ganz okay. Hast du aber noch keinen gekauft? Nein. Ich habe ja noch keinen Pork gekauft. Nee. Na gut, Steffen. Ja. Hammer's. Hammer. Gut. Gut. Also dann, liebe Hörer, liebe Hörenden, vielen Dank. Kommt gut ins neue Jahr. Haben wir jetzt schon eigentlich gesagt, aber... Die meisten werden das auch schon gemacht haben, wenn wir im Januar aufnehmen. Ja, nein, so meinte ich das ja nicht. Also Groß Neues 2019. Groß Neues, genau, so meinte ich das eher. Was, 2019? Oh, da gibt es ja bald wieder Star Wars im Kino. Ja. Und der Original, also Saga. Na gut, wollen Sie gar nicht groß verhaspeln. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank!